Die Betrachtung der anhand des Wahlkampfes um das höchste Amt in Amerika ist sehr lehrreich und aufschlussreich über das Wesen, die Essenz jener besten aller bekannten Herrschaftsformen der Demokratie. Europäische Betrachter sind manchmal erstaunt und es gibt auch oft ein gewisses kulturkritisches Gemäkel über bestimmte Verkehrsformen, vor allem bei der Auswahl des führenden Repräsentanten dieser Nation, des Präsidenten, wo der Vorwurf erhoben wird, das wäre doch so wie eine Show. Es wird ein Ziel sein, hier darzulegen, dass gerade die Art und Weise, wie in Amerika das Führungspersonal der Macht ausgewählt wird, die Demokratie sans phrase, ohne Schnörkel, unmittelbar zur Sache kommend, ihrem Begriff entsprechend ist und dass sich die europäische Überheblichkeit, die auch schon ein bisschen nachgelassen hat, da sehr täuscht. In der Tat wird ja auch jeder Beobachter feststellen, dass sich europäische Wahlkämpfe und das europäische Prozedere dem amerikanischen sehr annähert. Die Führungsnation der Welt hat auch in Sachen Demokratie dem Rest der Welt einiges voraus. In Amerika, das schreibt die Verfassung vor, wird erst gar nicht die Behauptung aufgestellt oder die Illusion erzeugt, dass das Volk, wenn es jemanden mit der obersten Macht betraut, ihn dazu betraut, etwas ganz Bestimmtes zu tun. Also mit einem ganz konkreten Wählerauftrag versieht. Der amerikanische Präsident wird eindeutig dazu in sein Amt gehoben, dass er die vier Jahre für die er gewählt ist, genau das tut, was er für richtig hält. Sich durchaus auch über abweichende Meinungen relevanter Teile seiner Bürger hinwegsetzt und dadurch Leadership, Stärke beweist, dass er nicht auf einzelne Interessen schaut, sondern seinen obersten verfassungsgemäßigen Auftrag wahrmacht, die Macht und den Reichtum der Nation, als deren Präsident er gewählt wird, zu mehren. In Amerika ist auch das der Demokratie so wesentliche Moment der Gewaltenteilung dergestalt perfektioniert, dass die Gewaltenteilung zwar besteht, dass sie aber den exekutiven Handeln des Präsidenten in der Tat keine Schranken auferlegen kann. Der Präsident kann in wesentlichen Punkten Kriege beginnen, er kann Geld eintreiben, er kann sich über Voten des Kongresses hinwegsetzen und der Kongress hat große Mühen, das dann aufzuhalten mit 2/3-Mehrheiten. Also das ganze System ist darauf hingerichtet, einen Führer zu bevollmächtigen, für die 4 Jahre mit einer Generalvollmacht auszustatten, das zu tun, was er für richtig hält. Und der einzige Weg, ihn daran zu hindern, wäre, dass man ihm ein Verbrechen im Amt nachweist. Das sogenannte Impeachment. Ein Verbrechen im Amt, und das ist auch für die Politik ganz wesentlich, ist natürlich nicht, wenn er zum Beispiel eine Atombombe abwirft oder wenn er einen Krieg anzettelt, bei dem Hunderttausende ums Leben kommen. Dafür geht er bestenfalls in die Geschichtsbücher ein. Ein Verbrechen wäre, wenn er mit einer Angestellten im Weißen Haus Geschlechtsverkehr betreibt und darüber die Unwahrheit sagt. Also eine der interessanten Züge der Demokratie, wenn sich so ein Machthaber einmal von einer normalen Seite zeigt, dann kann man ihn absetzen. Wenn er über Leichen geht, ist das ein Auftrag. Wir werden auch sehen an den Zitaten, dass die Kandidaten ja damit prunken, dass sie keine Sekunde zögern werden, die Leute ins Feuer zu schicken. Das macht sie gerade fit für diese Aufgabe. Die Voraussetzung des Amtes, was der Amtsinhaber antritt, lässt sich auch nicht vergleichen mit den Voraussetzungen eines zum Beispiel Bundeskanzlers in Österreich oder in Deutschland. Er tritt ja eine Machtkompetenz an, die es in sich hat. Ökonomisch sind die Vereinigten Staaten von Amerika so auf der Welt vertreten, dass sie entscheidend mitbestimmen über die Verwendung des Reichtums in nahezu allen Staaten der Erde.
Selbstverständlich, wenn irgendwo eine andere Souveränität, die natürlichen Reichtümer des Landes, zum Beispiel Erdöl, in einem Sinne verwenden will, dass Amerika nicht in die politisch-ökonomische Interessenlage passt, wird das von Amerika und vom Präsidenten als eine Bedrohung der nationalen Sicherheit betrachtet und entsprechend auch behandelt. Der eigenständige nationale Gebrauch einer Ressource, auf die Amerika Wert legt, gegen den erklärten Willen Amerikas, gilt als Missbrauch und hat für die betreffenden Staaten das Risiko in sich, dass sie vernichtet werden. Berühmteste Beispiel, der erste Golfkrieg gegen den Irak, gegen Saddam Hussein, der ja ursprünglich geführt worden ist, damals um eine irakische Aktion, die Annexion Kuwaits zu ahnden, aber dann in seiner Durchführung und in seiner Konsequenz mit dem Ziel geführt wurde, das ganze Regime zu beseitigen, was im Zweiten Krieg auch passierte, war ein wesentlicher Vorwurf, ein wesentliches Vergehen des Irak, die Verwendung des Erlöses aus dem Erdöl in einem Sinne, der für Amerika inakzeptabel war. Das wurde investiert für den Aufbau eines wirkungsvollen Staatswesens in der arabischen Welt. Zum Teil wurden Erdöleinkommen verschleudert für Ausbildungs- und medizinische Programme. Es entstand eine Infrastruktur, die ein solches Land nach amerikanischer Auffassung überhaupt nicht nötig hat, wodurch die wesentliche Aufgabe besteht, dafür zu sorgen, dass der Abfluss des Öls funktioniert. Jede Verstaatlichung von Erdölindustrie irgendwo auf der Welt oder von Industrie ist sofort ein Problem für Amerika, und die Welt hält es auch für selbstverständlich, dass all dies unter dem Gesichtspunkt betrachtet wird, ist dies eine Bedrohung amerikanischer Interessen oder nicht. Der Präsident muss einer sein, der das einschätzt, für die Einmischung in die Angelegenheiten aller Völker nicht ein Fehler ist, sondern gar seine Aufgabe, seine Pflicht ist, da nichts anbrechen zu lassen. Militärisch ist Amerika weltweit präsent und mittlerweile zunehmend auch in unmittelbaren Kampfhandlungen engagiert. Es herrscht eine nahezu selbstverständliche Übereinstimmung der amerikanischen Bürger mit ihren Präsidenten, aber auch der meisten Bürger in den demokratischen Staaten dieser Welt, dass dies unbedingt notwendig ist. Es mag zwar Diskussionen geben, ob die Art und Weise, wie die Vereinigten Staaten im Irak, in Afghanistan, in Pakistan, im Nahen Osten ihr militärisches Engagement durchführen, wogegen es sich jeweils richtet, wie erfolgreich es ist. Aber die prinzipielle Berechtigung, dass sie das machen, wird ernsthaft nirgends in Frage gestellt. Keine Nation der Welt hat meines Erachtens bis jetzt in den letzten 20 Jahren die diplomatischen Beziehungen zu Amerika angegriffen, weil amerikanische Truppen die Souveränität anderer Staaten verletzt hätten. Also die Machtvollkommenheit des Präsidenten ist durchaus nicht nur polemisch zum Schreiben mit dem Titel dieser Veranstaltung eine Lizenz zum Töten. Daran werden übrigens auch amerikanische Präsidenten gemessen, wie sie davon Gebrauch gemacht haben. Es ist interessant zu betrachten, die bedeutendsten Präsidenten, die in den Geschichtsbüchern die höchsten Lorbeerblätter umgehängt bekommen, haben sich alle ausgezeichnet als Kriegsherren. George Washington, der die Nation, wie so viele andere Nationen auch, durch einen Krieg, also durch massive Gemetzel ins Leben gerufen hat, weil er und die Seinen der Auffassung waren, dass die Früchte des aufkommenden Wirtschaftslebens in den Kolonien nicht mehr geteilt werden sollten mit den englischen Kolonialherren. Da hat dieser Staatsmann den Beschluss gefasst, das ist mir einen Krieg wert. Der zweite große Präsident, Abraham Lincoln, hat den Bürgerkrieg angefangen, weil er der Auffassung war, übrigens nicht, wie es in den Geschichtsbüchern manchmal heißt, um die Sklaverei abzuschaffen, sondern um die Einheit der Union zu gewährleisten, um zu verhindern, dass der agrarische Süden sich abspaltet. Dazu hat ja selbst Marx und Engels einiges dazu vermerkt, obwohl sie sich in der Glückwunschtelegramm an Abraham Lincoln zumindest unglücklich ausgedrückt haben. Harry Truman,
ein sehr populärer Präsident, der immer in so Fernsehspielen sogar vorkommt, wegen seiner väterlichen Art, hat die beiden Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abwerfen lassen, mit dem Argument, um geschätzte 20.000 amerikanischen Soldaten das Leben zu retten, weil sie Japan nicht per Invasion erobern müssen, ist es der beste Weg, ein paar 100.000 Japaner umzubringen, mit dem Kollateralnutzen, auf diese Weise eine phänomenale neue Waffe ausprobieren zu können. Interessant, dass allein der Gedanke, so einen Menschen unter die Reihe der sogenannten Kriegsverbrecher einzureihen, nie laut geworden ist. Er hat es getan, in seinem Amtseid gemäß das Wohl dieser großen Nation zu mehren, Schaden von ihr abzuwenden. Ein großer Präsident, John F. Kennedy, unglaublich populär, hat für die Bewältigung einer angeblichen Bedrohung Amerikas vor seiner Küste die Stationierung von sowjetischen Raketen auf Kuba, eine sowjetische Antwort übrigens damals auf die Stationierung amerikanischer Raketen an der sowjetischen Grenze der Türkei, in Warnung seines Amtes eiskalt den Dritten Weltkrieg riskiert. Diese Bedrohung Amerikas war es, dem Präsidenten in Interpretation seines Amtseids das Risiko wert, einen Krieg notfalls zu führen, bei dem ein paar Millionen draufgehen. Ein großer Präsident. Neulich gab es einen Film, wo gezeigt wird, anscheinend wieder hin und her grübelt, wer zuckt zuerst. Volles Verständnis. Also man muss sich so vorstellen, im richtigen Leben, wenn man jemanden so persönlich kennen würde, der sagt, also ehe du in meinem Garten da deinen Hund weiter spazieren würdest, haue ich dir den Erstschlag rein, dass dein gesamtes Dorf draufgeht, wäre kein angenehmer Zeitgenosse. Der US-Präsident mit diesen gigantischen Dimensionen, der letzte in dieser Reihe, einer der populärsten im Jahrhundert, Ronald Reagan, hat sich im Rahmen seines Amtes zur Aufgabe gesetzt, den störenden Weltfeind Nummer 1, die Sowjetunion, in die Knie zu zwingen. Dafür hat er eine glaubhafte Anstrengung unternommen, einen thermonuklearen Schlagabtausch für die USA gewinnbar zu machen. Amerika sollte so stark werden, dass die Sowjetunion in jeder Beziehung erpressbar ist, unter der Drohung eines nuklearen Krieges, den er durch, damals ist es Star Wars, und durch Hausüberlegenheit an Raketen gewinnbar machen wollte. Es ist nicht aufgegangen, das rauszukriegen, ob das wirklich realistisch war. Übrigens, weil die Sowjetunion damals in ihrer Führung einfach die Entscheidung getroffen hat, das können wir nicht gewinnen, und freiwillig aufgegeben hat. Auf diese Präsidenten berufen sich übrigens die Kandidaten, die jetzt antreten. Das sind genau die amerikanischen Heroes, auf die es ankommt. Die Qualifikation übrigens, die es für dieses Amt braucht. Da könnt ihr mir vorstellen, vielleicht kennen manche von euch noch diese alte Fernsehsendung Heiteres Beruferaten. Wenn da der Präsident der USA sitzen würde und dann würde man jetzt fragen, die Leute müssten da rauskriegen, was tun sie eigentlich? Die würden es wahrscheinlich nicht rauskriegen. Charakteristische Handbewegung. Könnt ihr mal so machen, ne? Drückt auf den Knopf oder er unterschreibt. Ganz spannend wäre es, wenn gefragt werden würde, was müssen Sie denn für eine berufsspezifische Qualifikation haben? Der Mann wäre völlig ratlos. Man muss kein Abitur haben, um Präsident der USA zu werden, also keine Matura, man muss auch nicht studiert haben. Der Inhalt seiner Tätigkeit ist einer einziger, er muss entscheiden. Er muss entscheiden können und er muss über lauter Fragen entscheiden, die gar nicht ihn betreffen, sondern Millionen von Menschen, die von diesen Entscheidungen betroffen sind. Er muss für keine eigene Entscheidung die Konsequenzen ziehen. Es gibt im Englischen diesen schönen Ausdruck, to send somebody in harm's way. Jemand in die Scheiße hineinreiten. Ne? Das ist, so drücken die Amerikaner aus, wenn sie ihre Truppen ins Feld schicken. Der Präsident muss die Qualifikation aufweisen, dass er sie zum Töten und zum Sterben schickt. Der Mann muss von seiner Mission so fest überzeugt sein, dass er das mit dem ruhigsten Gewissen der ganzen Welt macht. Der muss der festen Überzeugung sein, dass sie für
das Wohl der Nation, für die Erhaltung des Wirtschaftssystems, für die Stellung Amerikas auf der Welt. Jedes Menschenleben rentiert, das dafür draufgehen muss. Das ist übrigens eine Einstellung, die er mit sehr vielen seiner Mitbürger, ja mit den meisten normalen Staatsbürgern auch teilt. Aber der Präsident hat die Qualifikation, dass er das auch tatsächlich durchführt, wo mancher noch zurückschrecken würde. Also die Berufung in sich zu spüren, den berühmten Satz von Adolf Hitler auszusprechen für sich und ich beschloss, Politiker zu werden. Das ist schon der Beschluss. Ich möchte Macht ausüben über andere. Ich weiß, was für die gut ist. Und im Fall des Präsidenten der Vereinigten Staaten und jedes führenden Staatsmanns, ich weiß, was für sie gut ist und wenn sie das nicht akzeptieren, dann zwinge ich sie dazu. Also der Inhalt des Entscheidens ist Machtausübung. Das Interessante ist, der muss dazu, was er hier am Funktionieren hält, davon muss er überhaupt nichts begriffen haben. Wenn jetzt, wir werden ja später darauf kommen, wenn die jetzt dieses Paket geschnürt haben zum Herausschlagen der Banken aus der Kreditkrise, dann muss der Präsident der Vereinigten Staaten und der Minister, hat ja wahrscheinlich auch nicht die geringste Ahnung von dem, was überhaupt ein Kredit ist. Der stellt sich das wahrscheinlich ungefähr so ähnlich vor wie die meisten Leute auch. Jemand hat Schulden gemacht und die kann er nicht zurückbezahlen. Was er begreifen muss, ist da ganz einfach Folgendes. Das, was da bedroht ist, ist sehr wichtig für das Funktionieren der Nation. Es geht um viel Geld, also muss viel Geld aufgewendet werden. Wenn er den Befehl erteilt, oder jetzt die Präsidenten, Kandidaten, wenn sie sich darüber streiten, wie setzen wir denn den Krieg in Afghanistan fort? Da wäre es geradezu störend, genauere Kenntnisse zu haben über die Verhältnisse in Afghanistan, wer da gegen wen und was da los ist. Da reicht doch die bloße Erkenntnis, Afghanistan ist ein potenzieller Aufenthaltsort von Feinden Amerikas. Darum muss dieser Staat genauso aussehen, dass da von dem keine Bedrohung ausgeht für Amerika. Ob man so einen Staat in Afghanistan machen kann, das darf ihn qua Amt überhaupt nicht interessieren. Er muss es einfach durchsetzen, dass er seinen Wählern und seinem Volk gemäß seinem Amt sehr glaubhaft versprechen kann. Notfalls bleiben wir in Afghanistan bis zum letzten Widerstandsnest. Und wenn es 10 Jahre dauert und was mit dem Land passiert, ist ja scheißegal. Aber der Erfolg besteht darin, dass Amerika es unter Kontrolle hat. Wenn man ihn fragen würde, in diesem heiteren Beruf, wie wird man denn dann so ein Mensch, so ein Präsident? Haben Sie dann eine Lehrzeit? Wäre die Antwort sehr schwierig, er müsste sagen, man muss Wahlen gewinnen. Das ist die Qualifikation, er muss Wahlen gewinnen. Wie gewinnt man Wahlen? Man gewinnt Wahlen für so ein Amt, ist ja nicht leicht. Man muss ja Menschen davon überzeugen, dass es in ihrem Interesse ist, dass jemand im Staat über ihnen steht, der in letzter Entscheidung, in letzter Instanz sogar entscheiden kann, ob sie am Leben bleiben. Im richtigen Leben, glaube ich, kann man sich nicht vorstellen, dass man irgendjemand mit dieser Entscheidung betrauen würde. Im Staat ist das aber nahezu die Voraussetzung, dass es überhaupt funktioniert. Die Staatsbürger müssen wesentliche Momente ihrer willentlichen Entscheidungen, die ihr Fortkommen betreffen, delegieren an den, der dann als der gewählte Herrscher fungiert. Und es ist ja nicht so wie im Wirtschaftsleben, dass da eine Prokura oder eine Vollmacht für eine bestimmte Tätigkeit ausgestellt wird. Nein, die Wahl ist ja eine Blankobevollmächtigung. Der Wahlbürger muss ja 4 Jahre lang in wesentlichen Bereichen seine Entscheidungsmöglichkeiten, die Entscheidungskompetenz antreten, ohne festzulegen, was entschieden wird. Es ist der höchste mögliche Vertrauensbeweis, den eine Person von jemandem verlangen kann. Ich vertraue dir mein Leib und Leben an. Übrigens, für so einen Vertrauensbeweis kann man logisch überhaupt keine konkrete Bedingung knüpfen. In dem Augenblick, wo man anfangen würde, das geht bis hierher und nicht weiter, das geht an diesem bestimmten Bereich, wäre das Vertrauen ja bereits nicht mehr komplett.
sondern während Bedingungen geknüpft ist, wäre eine unheimliche Einschränkung der Macht des Präsidenten oder des gewählten Repräsentanten, der ja gerade handlungsfähig sein soll. Er verspricht ja, er hält Amerika am Laufen und nicht Mr. Smith mit seinen Sorgen und Hypotheken an seinem Arbeitsplatz. Er verspricht doch gerade, indem er Amerika am Laufen hält, dass er Mr. Smith nur insofern berücksichtigt, als dessen Wohlwehe hineinpasst in das große Geschick der Nation. Das einzige Kriterium, wenn es also nicht um konkrete Zusagen geht, was dann bleibt für die Entscheidung, für den Inhalt dieses Vertrauens, ist die Persönlichkeit, die Individualität des zu Wählenden. Insomit kann er um die Gunst des Wählers in der Einzelheit seiner Wahlkampagne lässt sich nur erfolgreich buhlen, wenn er seinen eigenen Charakter so erfolgreich inszeniert, dass der Wähler sagt, diesem Mann vertraue ich. Das führt natürlich dazu, dass die einzelnen Kandidaten ihre Persönlichkeiten von den Wahlkampfteams zu unglaublich inszenierten Charaktermasken aufbauschen. Das müssen natürlich eindrucksvolle Persönlichkeiten sein. Die müssen großartige Eigenschaften aufweisen, müssen perfekte Familien normalerweise auch vorweisen, müssen in jeder Beziehung Leute sein, denen man alles zutraut. Sie müssen ihre Person als absolut vertrauenswürdig zur Machtausübung darstellen. Das geht natürlich nicht ab ohne einen, wie es in der Kritik an anderen Regimen heißt, einen Personenkult. Der Person wird hofiert und die Personen selbst werben auch mit ihrer Persönlichkeit. Personenkult demokratisch, das heißt pur, habe ich in der Ankündigung geschrieben, weil es unterscheidet sich der demokratische Personenkult, wer ja zum Beispiel jetzt um Obama und McCain getrieben wird oder um einen normalen Wahlgang hier, schon sehr, sehr wesentlich von den Persönlichkeiten, auf die in bürgerlichen Bewusstsein immer die Vokabel Personenkult als negativ verwendet wird. Also Leute wie Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro oder den geliebten Führer in Nordkorea. Bei denen hat der Personenkult nie diese pure Qualität. Mao Zedong war ja nicht nur Mao Zedong, sondern es war ja auch das Rote Buch, das waren die Mao Zedong-Ideen. Da sollten die Leute in der Person ja erkennen die Wirkungsmacht seiner Ideen. Bei Fidel Castro ist ja ein ganzer Rattenschwanz von programmatischen Aussagen damit verbunden. Selbst bei Stalin oder gerade bei Stalin wurde darauf Wert gelegt, dass dieser Mann zu seinen Lebzeiten der größte Marxist-Leninist aller Zeiten war. Und er hat immerhin 13 Bände vorgeschrieben. Also er wollte ja noch als Theoretiker einer alternativen Gesellschaftsordnung, einer Kritik an der alten Gesellschaft auftreten. Die Personenkult, wie es so genannt wird, also die Verehrung der Person, war geknüpft an das Programm, für das er stand. Interessanterweise ist da natürlich auch mit dem Scheitern des Programms die Person in Verruf geraten. Der demokratische Personenkult ist von diesen Geschichten völlig gefeit. Weil das Programm, für das er steht, das unterscheidet sich bei den Kandidaten überhaupt nicht. McCain und Obama werden zwar heute Abend noch kurz uns anschauen, benutzen zwar programmatische Differenzen, aber die Benutzung von programmatischen Differenzen hat den Zweck zur Illustration der Überlegenheit dieser Führungsfigur über die andere. Im Prinzip der Sache, das wird zu zeigen sein, gibt es keine Differenz. Kann es gar nicht geben, weil sonst würde Demokratie nicht gehen. Bei den Sachfragen, die in diesem Wahlkampf eine Rolle spielen, um diese These zu erhärten, dass es sich dabei handelt um Illustrationen der Persönlichkeit, ist Folgendes zu beachten. Das Wesentliche an demokratischer Politik besteht darin, dass ich im Aufwerfen der Sachfrage bereits die wesentliche Antwort auf sie gegeben habe. Andersherum, wer die Problemlage akzeptiert, die demokratische Politik in die Welt setzt, hat bereits die möglichen Antworten vorweggenommen.
Machen wir es an dem aktuellsten Beispiel der Finanzkrise. Die Problemlage heißt, so wird es hier allenthalben geschildert, unser Banksystem ist einer ernsten Krise, es droht womöglich Zahlungsfähigkeit. Wie retten wir es? Wenn ich mich auf diese Fragestellung einlasse, dann ist es klar, dann kann ich mich nur darauf verlassen, auf die Zusagen der einzelnen Kandidaten, wie sie es am besten handeln werden. Ich habe damit ja akzeptiert, dass es in meinem Interesse und im Interesse aller ist, dass sich ein anständiges Leben ohne Banken nicht vorstellen lässt. Aus dem Umstand, dass offensichtlich die Hälfte des gesellschaftlichen Reichtums in wenigen Tagen zerstört wird, darf kein Zweifel aufkommen, ob nicht vielleicht dieses System des Kredits, ob daran was faul wäre. Ich kann darüber diskutieren, ob einige Beteiligte, also Bankmanager, ob die versagt haben, ob die einen Fehler gemacht haben. Wenn ich mich auf die Geschichte einlasse, bin ich wieder schon Teil der Antwort dieses Problems. Weil dann frage ich mich ja nicht, das wäre doch die naheliegendste Fragestellung. An einem System kann doch etwas nicht stimmen, weil man erst dann, wenn es weitgehend zusammengebracht, rauskriegt, dass was falsch gemacht worden ist. Man stellt sich mir vor, auf dieser Basis würde man einen Linienflug nach New York antreten. Hinterher, wenn die Maschine abgestürzt ist, ja, hat man vorher nicht wissen können. Oder der Geschwindigkeitsrausch des Piloten war schuld. Also die ganze Debatte lebt an der Stelle davon, dass sich alle Seiten in dem Prinzip einig sind, dass der Reichtum der Gesellschaft, also das Resultat der Arbeit, in letzter Instanz immer das Resultat der Arbeit, in Geld misst, dass mit diesem Geld selbst Reichtum produziert werden kann, es sich vermehrt, ohne dass irgendeine Arbeit dazwischen tritt, dass sich das Ergebnis der Arbeit nicht nur von den unmittelbaren Arbeitenden, von den Produzenten lostrennt in Geld und Kapital, sondern sich dann nochmal verselbstständigt in eine Sphäre der Geldvermehrung, die keine Vermittlungsschritt mehr hat zur unmittelbaren Arbeit der Produzenten, dass dann in der nächsten Instanz, dass die überhaupt weiterarbeiten können, in den Betrieben, die ihre Arbeit anwenden, davon abhängt, dass der Kreditüberbau funktioniert, damit Kapital vorgeschossen wird und dass dann am Ende, wenn der Kredit eintracht, die ganze Produktion gefährdet ist und damit auch die Reproduktion des arbeitenden Teils der Bevölkerung. Statt da einmal, wenn da die Leute, die Wähler, eine Sekunde innehalten würden und sagen würden, one moment, Mr. President, Sie reden hier über die Sanierung dieses Systems, wo sich eben herausgestellt hat, dass dieses System in sich ein Unfug ist, an Irrationalität gar nicht zu überbieten ist, mit verhängnisvollsten Konsequenzen. Und da bieten Sie uns an, als Hauptalternative in dieses vergeigte System noch mehr zu investieren, in letzter Instanz gesellschaftlichen Reichtum, der ja auch irgendwann wieder einmal den Arbeitenden abgepresst werden muss durch die Ausbeutung der Arbeitskraft oder als Staatsbürger durch ihre Steuern mit unübersehbaren Konsequenzen. Und als Lösung flankierend wird uns angeboten von der demokratischen Politik, dass Verantwortliche, in dem Fall Bankmanager, zur Verantwortung gezogen werden. Die sollen weniger verdienen. Und nicht mal an der Stelle fällt dem Demokraten auf, was das für ein Ungleichgewicht in dieser Gesellschaft ist. Wessen Arbeitskraft nicht mehr benötigt wird, wer den Lohn verliert, der ist mit einem ernsten Problem seines Überlebens konfrontiert. In der höheren Sphäre, wenn Kapital nicht mehr arbeitet, wenn Kreditvertrauen verspielt, droht diesen Leuten glatt ein vorzeitiger Ruhestand oder eine Begrenzung ihrer Gehälter auf 500.000 Euro. Ohne ein gewisses Maß an Dummheit lässt sich diese Argumentation auch gar nicht bewältigen. Die Forderung zum Beispiel, immer noch diese Rücktrittsforderung,
In Deutschland ist es der Bahnchef ist in die Bredouille geraten, weil die Achsen an den Intercity-Zügen angeknackst sind. Was fällt einem demokratischen Betrachter ein? Der soll zurücktreten. Interessante Forderung, wenn der Mann zurücktritt, dann geht er in Pension, es kommt ein neuer Mann, die Achsen krachen nach wie vor und die Leute bezahlen nicht die Pension und das Ganze von dem neuen Mann, aber irgendwie an der Sache selbst ist damit überhaupt nicht gelaufen. Aber irgendwie scheint das eine Reparatur zu sein. Bei den Finanzkrisen, nehmen wir ein Zitat hierher von den Kandidaten, das ist das Zitat Nummer 3, 2, das McCain-Zitat. Und mit dem Mann, ich habe schon früh von Fannie Mae und Freddie Mac gewarnt, vor der Gier in den Gesellschaften und von den Exzessen. In den Exzessen der Bezahlung, der Führungskräfte und all die ganzen Sachen. Viele von uns haben dieses Zugpublikum kommen sehen. Aber es gibt eine wichtige Frage, nämlich die der Verantwortlichkeit. Wir müssen endlich anfangen, Leute für verantwortlich zu halten, in die Verantwortung zu nehmen. Und wir müssen Leute belohnen, die Erfolg haben. Aber irgendwie heutzutage in Washington, und ich glaube auch in Wall Street, wird Geiz belohnt, Exzess wird belohnt und Korruption oder sicherlich mangelnde Kompetenz bei der Verantwortungswahrnehmung wird belohnt. Das ist das Versprechen dieses Präsidentschaftsanwärters, die Krise zu handeln. Interessanterweise lässt sich so eine Arbeit überhaupt nur akzeptieren, wenn man die Voraussetzung der Problemstellung akzeptiert. Man muss bereits alles akzeptiert haben, dass ohne Finanzsystem alles nicht geht und dass wir deswegen nur dafür sorgen müssten, dass es besser funktioniert. Und dann kommen dann die ganzen Fehlurteile, auf deren Basis dann die Schlussfolgerungen erfolgen. Die Sache mit der Gier, kann man sagen, dass ein wesentlicher Charakterzug der Finanzkapitalisten Gier ist. Man könnte sagen, dass das Kapital gierig ist. Gibt es eine Stelle über Marx. Der Heißhunger des Geldes nach seiner Vermehrung. Zum Berufsbild des Bankiers gehört, dass er aus Geld mehr Geld macht und dass er dazu nicht sagt, aber bitte nur so viel, ich möchte nicht gierig sein. Das wäre eine absolute Berufsverfehlung. Den immanenten Sachzwang der Konkurrenz um die Vermehrung des Geldes, um die optimale Anlage des Kredits mit einem Charakterfehler der Manager dieses Geschehens zu erklären, ist eine törichte Erklärung. Denn selbst wenn die Leute absolut ungierig wären und sich schämen würden ihrer Tätigkeit, sie müssten ja trotzdem schauen, dass sie das ihnen anvertraute Geld möglichst optimal vermehren. Es mag ja durchaus sein, dass dieser Beruf in den Leuten eine gewisse, als Charaktereigenschaft, als zweite Natur, eine gierige Potenz noch erlebt. Aber zu sagen, wir müssen genau dieses System, das eben verirrt ist, wieder raushauen, indem wir Verantwortliche bestrafen. Das ist die Antwort, die er anbietet. Zur Verantwortung ziehen, was heißt denn das? Er meint doch nicht das, was der unglückselige westdeutsche Präsidentschaftskandidat der Linkspartei Sodan gesagt hat, der wollte den deutschen Bankchef einsperren. Wurde allgemein als Skandal gewertet, weil der Mann hat ja nichts Strafbares gemacht. Wenn er einen Fehler gemacht hat, dann war es zu dem Zeitpunkt, wo er ihn gemacht hat, absolut nicht als Fehler erkennbar. Da hat er versucht, aus Geld mehr Geld zu machen. Es ist eine völlig falsche Kritik zu sagen, wir haben die Krise, weil die Manager Fehler gemacht haben. Dass sie Fehler gemacht haben, das ist natürlich immanent gesehen klar, weil sie haben ja Kapital vergeigt. Aber sie sind Teil eines Systems, bei dem man erst hinterher merkt, dass ein Fehler gemacht worden ist und es vorher nicht merkt. Ein streng genommen anarchisches System des Wirtschaftens, das in regelmäßigen Abständen der Gesellschaft um die Ohren fliegt. Die demokratische Antwort von McCain, wir suchen Verantwortliche. Die werden Sie schon finden.
Und wenn sie sie ersetzen durch andere Leute, die dann die gleichen Tätigkeiten vollführen, von denen man auch nicht weiß, ob sie richtig oder falsch waren, solange sie erfolgreich sind, waren sie goldrichtig, und dann sind sie falsch. Bei Obama geht die Analyse etwas tiefschürfender los, anscheinend. Also 3-1. Wir sind bei der gegenwärtigen Krise nicht durch irgendeinen historischen Zufall, durch einen Unfall gelangt. Das war nicht der unvermeidliche Teil eines Konjunkturzyklus, was jenseits unserer Möglichkeit zur Vermeidung gewesen wäre. Es war hingegen die logische Folge einer abgewirtschafteten und verfehlten Philosophie, die Washington zu lange dominiert hat. Und obwohl wir jetzt eine ganze Menge über Wall Street gehört haben, meine ich, dass ihr Leute auf der Hauptstraße schon eine ganze Weile euch herumschlagen musst und bemerkt, dass dies einen sehr starken Einfluss auf alle Bereiche der Ökonomie haben kann und haben wird. Jetzt müssen wir also endlich bemerken, dass dies das endgültige Urteil ist über eine 8 Jahre lang verfehlte Wirtschaftspolitik, die von George Bush gefördert worden ist und von Senator McCain unterstützt worden ist. Eine Theorie, die im Grundsätzlichen sagt, dass wir alle Regelungen des Marktes abschaffen müssen und den Schutz der Verbraucher. Und wenn wir den wenigen immer mehr geben, wird es auch langsam runtersickern zu den Armen. Es hat nicht funktioniert. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Grundlagen unserer Ökonomie danach beurteilt werden müssen, ob die mittlere Klasse ihren fairen Anteil bekommt. Deshalb werde ich als Präsident antreten. Unsere neue Mehrheit wird in der Lage sein, die Steuerkürzungen für die großen Gesellschaften zurückzunehmen, zu verkürzen und mehr Geld in Form von Steuerkürzungen in die Taschen der arbeitenden Amerikaner zu legen, die es verdienen. Diese Philosophie, die er anwendet, man merkt am Anfang, wenn er anfängt, es ist kein Zufall, nicht irgendwie die Laune eines Konjunkturzyklus. Aha, ein tieferer Denker. Aber was er dann als Lösung anbietet, eine verfehlte Politik in Washington, die letztendlich dafür verantwortlich war, 8 Jahre George Bush, das ist dann in genau die gleiche Richtung geschossen wie McCain. Es war ja nicht die verfehlte Politik von 8 Jahren Bush. Man kann ja nicht, wie er das macht, sich hinstellen und kann sagen, unsere Wirtschaft, unser System, auch unser Finanzsystem, im Prinzip eine saubere Sache, aber durch die Verfehlung der Administration der Regierenden hat sie erstens zum Krach geführt und hat zweitens die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer gemacht. Es ist ja nicht schwer zu analysieren, dass das Ziel dieser Politik, das Ziel des finanzkapitalistischen Überbaus, natürlich nicht darin besteht, dass die armen Leute Geld kriegen. Den unglaublichen Aufschwung des Finanzsystems hat ja auch in Amerika nicht zuletzt der Staat bewirkt und ausgelöst. Er denkt an Regelungen auf, eben denkt er wahrscheinlich an Regelungen, die ihm jetzt einfallen, dass man bestimmte Derivate hätte unter Kuratel stellen müssen. Das ist aber gar nicht der entscheidende Punkt. Amerika war der absolute Vorreiter in der kapitalistischen Welt. Einen großen Teil der arbeitenden Klasse vom Lohn, zwangsweise verstaatlichten Lohnanteils, für Altersvorsorge, für Krankenversicherung, zu kreditieren. Mit dem genialen Einfall, das Geld bleibt nicht liegen, das Geld wird angelegt. Nahezu 4/5 der amerikanischen Pensionsfonds sind wirklich in Fonds angelegt. Aktien, Wertpapiere. Die Krankenversicherung, die in Amerika eine Angelegenheit der Arbeitgeber ist, die mit ihren Belegschaften aushandeln, wie die Kasse gebildet wird, hat von dem Prinzip gelebt, dass das Ganze natürlich auf dem Kapitalmarkt vernünftig angelegt wird. Dadurch hat, und das ist vom Staat gefördert worden, das ist erlaubt worden, da wurden Gesetze geändert, dass man sowas wirklich spekulativ anlegen durfte. Vom Staat natürlich mit der Überlegung, dann lässt sich der Lohn der Arbeiter dreifach verwenden. Erstens für die Schaffung von Mehrwert in der unmittelbaren Ausbeutung
zweitens als Kredit, an dem sich jetzt auch der Staat bedienen kann, und als absolutes Nebenprodukt muss er auch noch abwerfen die Reproduktion des Arbeiters. Im Fall seiner Arbeitsunfähigkeit, in seinem Rentendasein, in seiner Krankheit. Der amerikanische Staat hat sich in seiner Kreditschöpfung, und Amerika hatte die absolut größte Staatsschuld von allen Staaten auf dieser Erde, an diesem Kreditüberbau reichhaltig bedient. Ohne den wäre es ja gar nicht gegangen. Und das macht er ja auch weiter. Die 700 Milliarden Dollar, die jetzt in dieses Rettungspaket zum Aufkauf der faulen Schulden investiert werden, die werden ja nicht gedruckt. Die werden ja, wie es so heißt, die werden geschöpft aus dem Staatshaushalt, aus Kreditaufnahme. Lauter Geschichten, gegen die Obama natürlich absolut nichts einwenden kann. Er selbst legt ja Programme vor für das Gesundheitswesen, dazu später, die ja gerade davon ausgehen, dass aus einem jeden Dollar, der irgendwo mal aus der Produktion herausgeholt wird, über das Kreditwesen, über seine Beleihung 10, 20, 30 werden. Das Vermögen der Nation, der Reichtum der Nation, diese Rechensart teilen ja alle, hat sich ja längst bemessen in der Gesamtsumme des Kredits, ohne Unterschied, wie sich der darstellt, als Produktionsmittel, als Ware oder als rein vertrauensmäßiges Versprechen auf Geld. Wenn Karl Marx heutzutage den ersten Band seines Kapitals neu schreiben müsste, würde er vielleicht den ersten Satz anders formulieren. Der Reichtum der Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, stellt sich in Amerika dar als der Dow Jones, nicht als eine Ansammlung von Waren. Die Staaten rechnen doch ganz anders. Auch die jetzt die Exzesse des Finanzsystems kritisieren. Deswegen ist doch diese lustige Debatte, hat denn ein Einbrechen des Kreditsystems eine Rückwirkung auf die sogenannte reale Wirtschaft, so abgrundtief abwegig. Das Kreditsystem ist doch längst Bestandteil der realen Wirtschaft. Man hat doch gerade bis jetzt zwar den Unterschied immer gekannt, dass es ein Unterschied ist, ob in einer Fabrik Arbeiter und Produktionsmittel Waren schaffen, die dann verkauft werden, reale Produktion, oder ob eine Bank Gutscheine ausgibt, die beliehen werden. Aber es war doch gerade der ganze Ehrgeiz des Systems, diesen Unterschied verschwinden zu lassen. Kredit ist gleich Kapital, ist doch das Credo der Wirtschaftsweise. Hier steht genug Geld zur Verfügung für jede mögliche Form von Produktion, die neu angefangen wird, und vor allem steht, und das war das Interesse des Staates, der nicht erst jetzt in die Sache reinkommt, wo er als Krisenhelfer eingreift. Es war der Staat, der sich an dem Kredit doch als erster bedient hat, mit seinen eigenen Staatspapieren, und der jetzt erklärt, er wäre völlig entsetzt, dass dieses famose System von einigen habgierigen Managern wegen Gier missbraucht worden wäre und dicht an den Abgrund gefahren wäre. Und das Angebot, das die beiden Kandidaten machen, ist im Wesentlichen mehr Kredit, und zwar Kredit durch staatliche Mittel. Das Argument, warum denn die Banken oder die Finanzwelt, die den Krediten, die sie selbst schöpfen, nicht mehr traut, warum die denn den Krediten des Staates trauen soll, ist so schlicht und brutal. Hinter dem Staat steckt ja nicht nur Kapital oder die Möglichkeit, Geld zu schöpfen, hinter ihm steckt ja Gewalt, die Staatsgewalt, die nackte Macht. Hinter dem Kreditversprechen des amerikanischen Staates steht der gesamte Gewaltapparat, die weltpolitische Präsenz, und auf diese Gewalt wird spekuliert, wenn man einer Garantie traut, dass der Staat das einhält. Übrigens, noch brutaler und offener war es in Deutschland bei der Kanzlerin Angela Merkel, die überraschend erklärte, es soll sich kein einziger Sparer in Deutschland aufregen, der Staat würde jeden einzelnen Euro garantieren. Da wurde am nächsten Tag in der Presse gerätselt, wie kann die das sagen? Flugs waren Schlaumeier beim Rechnen,
Das wäre ein Versprechen in der Höhe, glaube ich, von 15 Billionen Euro. Das kann der Bundesetat ja nicht mal in 20 Jahren aufbringen. Wie geht das? Ja, wurde gesagt, das geht deswegen, weil die davon ausgeht, dass sie das nie bezahlen muss. Aber warum sind denn die Leute dann trotzdem auf dieses Versprechen abgefahren? Weil sie sagen, ja, wenn Banken nicht spuren, wenn der Kredit auf meiner Sparanlagen zusammenkracht, ja, wenn dann der Staat nicht da ist, als die einzig verbleibende Stabilität, aufgrund von was denn? Der besitzt ja keine Fabriken. Aufgrund seiner bloßen physischen, gewalttätigen Präsenz, dann kann ich mich auf nichts mehr verlassen. Also das Versprechen, der Staat steht dahinter, da schwingen immer die Vorstellung von drastischen Maßnahmen, die er ergreifen könnte. Oder von drastischen Zugriffen, die er ergreifen könnte. In einem Moment, wo der Staat gerade erklärt, er möchte gerade nicht eingreifen in sein Wirtschaftssystem, er möchte genauso, wie es gescheitert ist, also was gescheitert, wie es erst einmal eine kleine Bruchlandung hingelegt hat, genauso möchte er es wieder herrichten, dass wieder Business as usual herrscht, natürlich mit diesen kleinen Korrekturen, dass die Managergehälter beschränkt werden und dass extrem riskante Derivate verboten werden. Es ist wieder so eine törichte Äußerung. Was ein extrem riskantes Derivat ist, weiß man doch erst jetzt, wo es failliert ist. Vorher waren die gleichen extrem riskanten Sachen, waren kühne Finanzschöpfungen, die es ermöglicht haben, bislang nicht genutzte Kreditschöpfungsmöglichkeiten flott zu machen. Und man merkt ja, dass die in furchtbar wichtige Sachen geflossen sind. Einer der größten deutschen öffentlichen Krankenkassen hat bei Lehman Brothers investiert. Hat damals die Auffassung gehabt, sehr verantwortungsbewusst, damit können wir mit den Beiträgen unserer Mitglieder, das ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, also die haben gar nicht so sehr daran gedacht, dass das jetzt unmittelbar der Bereicherung der Manager gilt. Die haben gemeint, wenn wir uns aufgeschlossen dieser modernen Mittel bedienen, können wir die Versorgung unserer Mitglieder verbessern. Dazu wurden sie ermutigt, auch von den Staaten. Machen wir die nächste Sachfrage, Healthcare, also das Gesundheitswesen in Amerika. Das gilt ja auch für die anderen kapitalistischen Staaten. Immer diesen Ausgangspunkt im Auge behalten, sich auf das Problem einlassen, heißt bereits die falsche Antwort mittragen. Auch in Amerika gibt es die Problemlage, dass ein großer Teil der arbeitenden Klasse, vor allem dann, wenn er gerade nicht angewendet wird, wenn sie keine lohnende Verwendungsmöglichkeit, sprich Ausbeutungsmöglichkeit für den Menschen ergibt, der außer seiner Arbeitskraft nichts besitzt, dass er das Problem hat, wenn er durch Krankheit oder durch zu hohen Verschleiß seiner Arbeitskraft nicht mehr einsetzen kann, dass er dann auf dem Schlauch steht. Und dass er seine Wiederherstellung medizinisch nicht bezahlen kann. Es ist interessant, dass beide Kandidaten auf das Problem an der Stelle stoßen, dass sie ein ernstes Problem haben der Erhaltung des Arbeitskräftematerials, weil sich arbeitsfähige Menschen im Krankheitsfall durch die Bezahlung der Krankheitskosten ruinieren, ihr Haus verlieren, dann ihren Job verlieren und das Ganze in beiden Kandidaten vorkommt wie eine unzumutbare Verschleuderung des Wertvollsten, was Amerika besitzt, wie sie beide sagen, nämlich dem Arbeitseinsatz und dem Genius seiner Menschen. Und dass es eine Schande für die Nation wäre, dass Krankwerden oftmals den Ruin bedeutet. Damit ist als Problemlage folgendes im Prinzip anerkannt. Wer sich nicht für das Kapital nützlich macht, wer nicht gebraucht wird, wenn man nicht ausnutzen, benutzen kann, der hat ein Überlebensproblem. Also eine gesellschaftliche Ordnung, wo die Reproduktion von der Arbeit einer bestimmten Gruppe abhängt, aber gerade diejenigen am elendsten dran sind, bei allen Wechselfällen des Lebens. Und dass die für diesen Fall auf Unterstützung des Staates angewiesen sind. Auf den Gedanken zu kommen, ja dann, wenn der, wenn, den Gedanken zu kommen, dann muss halt der Staat, der
gewaltige Aufgabenbereiche an sich gerissen hat, auch dafür sorgen, dass ab sofort Gesundheit und Krankheit nicht zu einer Existenz-Überlebensfrage neben dem medizinischen Befund für den Betreffenden werden, sondern ihn auch ökonomisch völlig schlafen. Auf diese Antwort kann man natürlich nicht kommen, wenn man davon ausgeht, dass die Überlebensberechtigung eines Mitglieds der Gesellschaft darin besteht, dass er sich nützlich macht für die Reproduktion der nationalen Ökonomie. Es muss also immer gebunden werden an die Arbeitskraft. Weswegen beide Kandidaten sagen, an dem bisherigen System, dass eine Gesundheitsversicherung Vorsorge nur diejenigen besitzen, denen in ihren Betrieben oder in ihren Institutionen, in denen sie arbeiten, eine solche angeboten wird, an dem soll im Prinzip nichts geändert werden. Nur der Staat wird jetzt einerseits Zuschüsse erhöhen, damit die besser ausreicht, und andererseits wird er die Unternehmer zwingen, mehr zu bezahlen, was ihren Anteil betrifft. Und drittens wird er eine Auffanggeschichte bilden, wo Leute, die lieber keine Arbeit haben und die bisher nicht versichert sind, weil sie keinen Job haben, dass da der Staat quasi den Arbeitgeber spielt, sie versichert und sie stattdessen aber dem Arbeitsmarkt ganz anders bisher zur Verfügung stehen müssen, und nach einer gewissen Zeit verlieren sie die Krankenversicherung, wenn sie nicht es geschafft haben, irgendjemanden zu finden, der an ihrer Arbeitskraft interessiert ist. Das ist der Obama-Plan. Mit dem Gewürz, mit der Verzierung, wie er sich in den Debatten immer ausdrückt, jeder Einzelne soll die gleiche Versorgung haben wie ich als Kongressabgeordneter und der McCain. Was er dabei weglässt, ist natürlich, dass in Amerika auch bei den Versicherten ein Drittel der Krankenversicherung, der Krankenhauskosten der Betroffenen selber bezahlt aus der eigenen Tasche, die sehr hohe Eigenbeteiligung, an der sich auch nichts ändert. Weswegen natürlich ein Mensch wie ein Kongressabgeordneter seine Behandlung in dem Walter Reed Krankenhaus in Washington absolviert, während ein Mensch, der normal in einem Betrieb arbeitet, sich halt irgendein billiges Krankenhaus suchen muss, wo er die Extrakosten bezahlen kann. Aber das ist noch nebenbei, das sind ja bereits die Feinheiten. Die McCain-Alternative geht ganz ähnlich, nur macht einen anderen Verrechnungsvorschlag. Er sagt, es gibt keine vorgeschriebene Krankenversicherung. Stattdessen, und jetzt aufgepasst, wie er sich wieder genau auf die bestehende Problemlage einlässt, jeder, der eine Krankenversicherung abschließt, darf dafür $5.000 von seiner Steuerschuld abziehen. Das ist natürlich genau auf die Leute, die so viel Steuer bezahlen müssen, dass für sie $5.000 Abzug ein Angebot darstellt. Also dies auf dies ankommt, die ohnehin in Arbeit und Brot sind, die gebraucht werden, und lässt all die außen vor, die jetzt keine Versicherung haben, weil sie keine Arbeit haben und deswegen auch keinen Versicherungsabschluss hinkriegen. Was für beide Kandidaten völlig jenseits aller Debatte ist, wer eine Vorschlag, da wird sofort verwiesen auf mahnende Beispiele wie in England, dass sich die Frage der Gesundheit loslöst, abgetrennt wird von der Frage der Arbeit. Also dass es nicht davon abhängt, dass jemand gebraucht wird für Dienste an irgendeinem Arbeitgeber, ob er auch sich kurieren lassen kann. Was nicht diskutiert wird, sondern unterstellt ist, dass es zu den selbstverständlichen Konsequenzen des kapitalistischen Arbeitsprozesses zählt, dass Leute verschleißen. Dass die Wiederherstellung der Gesundheit nicht das ist, dass die Gesundheit wiederhergestellt ist, sondern dass die Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt wird. Dass sich genau darin auch die Begrenztheit der Krankenversicherung ergibt. Also eine Reproduktion eines Systems, in dem, um es marxistisch-ökonomisch auszudrücken, im Wert der Arbeitskraft, die als Lohn bezahlt wird, nicht einmal die Reproduktionskost der Arbeitskraft, und dazu gehört ja auch ihre arbeitsfähige Erhaltung, drin ist. Das Kapital also fortwährend versucht, den Lohn unter diese Schranke zu drücken und auf diese Weise den Arbeiter abhängig macht,
dass der Staat ihm vorab Teile von seinem Lohn zwangsweise abnimmt, um ihn dann wieder arbeitsfähig zu erhalten oder herzustellen, wenn im Promotionsprozess oder in anderen normalen Fairnessen des bürgerlichen Heldenlebens seine Gesundheit verschlissen ist. Ausbildung. Bei Ausbildung, nochmal, das ist das Obama-Zitat, das ist Zitat Nummer 2, im Punkt 4, 2. Wir werden uns in der Wahlkampagne, werden wir dafür kämpfen, dass unsere Schulen mehr rechenschaftspflichtig gegenüber den Eltern sind und sich besser der hohen Verantwortung stellen, die sie haben, um unsere Kinder vorzubereiten für die Zukunft in der Welt, die sie führen werden. Das hat wahrscheinlich mehr zu tun mit unserer wirtschaftlichen Zukunft als alles andere. Und damit ist es auch sehr bedeutend für unsere nationale Sicherheit, weil es gab nie eine Nation auf der Erde, deren Wirtschaft da niederging und die sich trotzdem als führende Militärmacht behaupten konnte. Also das ist der Hoffnungsträger für die progressive Welt, der Ausbildung unter dem Gesichtspunkt sieht, da werden die kleinen Amerikaner bereits zu den künftigen Führern der Welt heranerzogen und das muss unbedingt funktionieren, weil sonst unsere militärische Überlegenheit flöten geht. Wenn man sich auf diese Prämisse einlässt, bei McCain übrigens Ähnlichkeit, der beklagt sich über die schlechten Lehrer, dass Ausbildung, also Schulunterricht, die Funktion hat, die Nachwuchsmänner für die Reproduktion des Systems, in dem ausgebildet wird, bereitzustellen. Also eine Funktionalität der Ausbildung unterstellt und daran die Schulen misst, ob sie dem gerecht werden, der akzeptiert, dass in dieser bürgerlichen Gesellschaft Ausbildung nichts mit Bildung zu tun hat, dass es eine entscheidende Funktion in der Ausbildung gibt, die Verteilung der Ausgebildeten auf die Hierarchie der Berufe in der bürgerlichen Gesellschaft, dass es wichtig ist, dass in der Ausbildung auch alle wichtigen Positionen optimal dabei herauskommen, also so wichtige Menschen wie die zukünftigen Anwälte, Offiziere, Politiker, Manager und dass diejenigen, die in der Ausbildung wegen schlechten Schulen nicht weiterkommen, halt dann die Ehre haben, in den unabdingbaren Berufen des Arbeiters und des Hilfsarbeiters voranzukommen. An diesem Ausbildungssystem in seiner Funktion als solches wird gearbeitet und da machen beide Kandidaten ihre Versprechungen. Es ist eigentlich ganz klar, was dabei herauskommt. Es liegt doch nicht daran, dass jemand eine schlechte Schule bekommen hat, dass er nicht hinterher ein Automobilunternehmen besitzt. Es liegt doch nicht daran, dass es in dieser Gesellschaft immensen Reichtum in den Händen weniger gibt und eine große Masse von Leuten gezwungen ist, durch verkaufte Arbeitskraft zu leben, dass die zu schlecht ausgebildet werden. Das liegt auch an einer ökonomischen Verfasstheit der Gesellschaft, in der das Eigentum entscheidet und in der der Nichtbesitz von Eigentum und Produktionsmitteln einen dazu verurteilt, mit seiner Arbeitskraft auszukommen und die zu verkaufen. Das ist ja auch kein Zufall, dass Leute, die zu diesem Teil der Bevölkerung zählen, es sich nicht leisten können, beziehungsweise deren Eltern es sich nicht leisten können, die auf die Schulen zu schicken, in die die anderen gehen. An dem System kann auch gar nichts geändert werden, weil da müsste man in die Freiheit des Eigentums eingreifen. Und das wollen ja beide Kandidaten nicht. Also so eine Geschichte wie eine allgemeine Schulpflicht mit gleichen Schulen für alle, mit einer Organisation der Ausbildung, dass der mehr braucht, sie auch länger bekommt, statt Auslese, all dies geht nicht auf Basis der Problemstellung. Wir sind im Wettbewerb mit anderen Staaten eventuell deshalb benachteiligt, bis hin zu unserer militärischen Überlegenheit, weil unser Schulsystem nicht genügend Personal ausspuckt für die Besetzung der wesentlichen Stellen dieses Systems, auf das wir nichts kommen lassen. Mal noch kurz die Geschichte mit dem Erdöl, weil die schon sehr, 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 sehr krass ist. Das wäre das Zitat 3
in Punkt 4. Genau. Das ist ein Zitat von McCain aus der offiziellen Website seines Wahlprogramms. John McCain wird einen klaren Bruch machen mit einer Vergangenheit und eine große nationale Kampagne führen, die uns auf den Weg zur Energieunabhängigkeit führt. Kein Problem ist heute dringender als unsere Abhängigkeit von ausländischem Erdöl. Es bedroht unsere Sicherheit, unsere Wirtschaft und unsere Umwelt. Der nächste Präsident muss in der Lage sein und willens sein, einen kompletten Bruch mit der Energiepolitik vergangener Administrationen zu machen. Wir müssen den Genius Amerikas, den Erfindungsreichtum entfesseln. Wir müssen unsere Industrie ermutigen, alternative Energien zu entwickeln, nicht umweltverschmutzende und erneuerbare Energiereserven. Obama, wir müssen den Einfallsreichtum unserer Bauern und Wissenschaftler mobilisieren, unserer Bürger und Unternehmer, um diese Nation von der Tyrannei des Öls zu befreien und unseren Planeten von einem Weg ohne Umkehr zu bewahren. Abhängigkeit Amerikas vom Erdöl. Wenn man wieder diese Problemstellung akzeptiert, ist die andere bereits gelaufen. Wenn man das analysiert, ist es natürlich eine absolute Lüge, eine nationale Ideologie, dass Amerika vom Erdöl abhängig wäre. Amerika, wie die meisten imperialistischen Staaten, kauft Erdöl bei Staaten der sogenannten Dritten Welt. Diese Staaten der sogenannten Dritten Welt bestreiten ihren ganzen nationalen Reichtum vom Verkauf des Erdöls an die imperialistischen Metropolen. Wenn sie es nicht verkaufen können, sind diese Staaten kaputt. Dann gehen sie zurück in die Steinzeit. Amerika hingegen, und das zeigt die Debatte, kann ernsthaft erwägen, haben wir nicht eine Alternative? Machen wir so viel Energie, dass wir auf deren Erde nicht mehr angewiesen sind? Nutzen wir doch den ökonomischen Sachverhalt aus, dass wir ein Nachfragemonopol haben und dass die mit ihrem Angebot auf diesem Erde völlig verrotten, wenn es nicht gekauft wird. Ganz abgesehen davon, dass das Monopol in dieser Lage nie bestand, weil Amerika ja auch niemals gezögert hat, sich militärisch den Zugriff auf Erdölvorräte zu sichern und zu erhalten. Nein, die Kandidaten machen, da geht daraus ein Kampfprogramm, das eine eindeutige Drohung an den Rest der Welt darstellt. Wir werden unsere Energieproduktion so weit ausbauen, dass ihr auf eurem Öl sitzen bleibt und dann schauen könnt, wo ihr bleibt, wenn wir es euch nicht mehr abkaufen. Ein Problem der nationalen Sicherheit. Amerika darf sich unmöglich abhängig machen von Rohstofflieferungen, noch dazu aus Staaten, die dauernd versuchen, sich der Kontrolle Amerikas zu entziehen. Also die arabischen Staaten, Venezuela wurde im Wahlkampf des Öfteren genannt, als ein Beispiel, oder ganz aktuell, Russland, die ökonomische Sanierung Russlands nach der großen Krise, nach dem Ende der Sowjetunion, durch den massiven Anstieg der Erdölpreise, die Russland auch militärisch wieder einigermaßen ins Spiel gebracht hat, zu bekämpfen, dadurch, dass Amerika es schafft, sich vom Öl unabhängig zu machen, das heißt, es nur zu kaufen zu seinen Bedingungen und wenn die entsprechenden Staaten auch entsprechend spuren. Der Weg zu dieser Unabhängigkeit, einerseits die Erschließung der letzten Ölreserven in Amerika selbst, da muss einiges an bisherigen Umweltschutzbedenken hinten antreten, soll auch in Nationalparks gebohrt werden und Atomkraftwerke. Beide Kandidaten sind sich einig, jede Menge von neuen Atomkraftwerken. Mit der neuen modernen Ideologie, dass Atomkraftwerke kein CO2 ausstoßen und deshalb umweltmäßig einfach das Gelbe vom Ei werden. Also verstrahlt, aber bei gleichbleibendem Klima. Gibt kein Argument der persönlichen Sicherheit angesichts einer nationalen Herausforderung. Eine Gemeinde, die sich jetzt zur Wehr setzt, ist schon klar, gegen ein Atomkraftwerk, das in ihren Gemeinden gebaut wird, kriegt den Vorwurf, ihr gefährdet die nationale Sicherheit Amerikas. Das ist unpatriotisch. So tragen beide Parteien das vor. Natürlich auch hier merkt man die Qualifikation, also die Intelligenz der Analyse
ist sehr begrenzt, weil die Vorstellung, die sie dann anschließt, die beide sagen, das hat den Charakter einer Milchmädchenrechnung. Wir sparen pro Jahr 500 Milliarden Dollar zu Obama, die wir für Öl ausgeben. Mit diesen 500 Milliarden Dollar können wir, ohne die Steuern zu erhöhen, wunderbar ein fantastisches Gesundheitssystem machen und jedem Ghetto-Kind eine Schule mit ausgebildeten Lehrern hinstellen. Wir, sagt er, schulden China 500 Milliarden Dollar, weil China jede Menge amerikanische Staatspapiere gekauft hat. Wenn wir mit dem ganzen eingesparten Geld einen Teil dieser Schulden zurückzahlen und gleichzeitig mit unseren Anstrengungen zur Solar- und Windenergie und alternativen Energien dieses Know-how den Chinesen verscheuern für unser Geld, dann schaffen wir bei uns Arbeitsplätze und China trägt dazu bei, dass der globale Treibhauseffekt sich reduziert. Der Westarbeiter lässt er völlig weg und auch das Publikum ist davon so ergriffen. Wo kommen denn die 500 Milliarden Dollar her, die China an amerikanischen Dollars angeschotzt hat? Durch das Zeug, das sie Amerika verkauft haben. Also offensichtlich scheint in dem Bedarf Amerikas, und China exportiert kein Erdöl, das eine ziemliche Rolle gespielt zu haben. Wo kommen denn die Milliarden her, mit denen Amerika das Öl aus den arabischen Ländern kauft? Ja, doch wohl zum großen Teil mit all dem, was sie an diese arabischen Länder verscherbelt hat. Der gleiche Mann Obama, der fordert das Niederreißen von Handelsbegrenzungen, der sogar das ganze NAFTA-Abkommen neu verhandeln will, weil das amerikanische Exporte benachteiligt, macht gleichzeitig Vorschläge im Interesse der nationalen Sicherheit, die bisherigen Handelspartner, wenn sie unbequem sind, zu ruinieren, indem man ihnen die Rohstoffe nicht mehr abkauft, außer zu lächerlichen Preisen. Also der diskutiert, das ist ja auch die Souveränität eines amerikanischen Präsidenten, eines Presidential Hopeful, er diskutiert den Ruin der erdölexportierenden Staaten, den er offensiv ja vorschlägt, als Problem der amerikanischen Energieversorgung. Also mit dem typischen Blickwinkel, dass sich die Interessen des Restes der Welt einordnen und unterordnen dem nationalen Sicherheitsinteresse der Vereinigten Staaten von Amerika. Und an der Stelle sind sich auch beide Kandidaten vollkommen einig. In der zweiten Abteilung der Sachfragen wird es dann natürlich sehr wesentlich gewalttätiger. Es ist die Frage der Außenpolitik, der äußeren Sicherheit Amerikas. Die Welt und hat sich mit Amerika daran gewöhnt, es für selbstverständlich zu erachten, dass die führenden Militärmächte des ehemals Freier Westen genannten Teils der Staatenwelt in allen Affären auf dem gesamten Globus deswegen engagiert sind, weil sie davon betroffen sind oder sich davon für betroffen erklären. So ein Beispiel, als damals der Saddam Hussein den Staat Kuwait annektierte, sich dabei sogar auf einen Beschluss des einzigen und ersten frei gewählten kuwaitischen Parlaments berufen konnte, das denn die Wiedervereinigung mit dem Irak gefordert hatte, war es für die freie Welt oder damals für den Westen noch einig, zwar schon in ersten Konkurrenzkämpfen, aber noch weitgehend geschlossen auftretend, eine Selbstverständlichkeit, dass wir nicht hinnehmen können, dass der Irak in Kuwait einmarschiert. Es lohnt mal kurz innezuhalten und zu fragen, warum eigentlich? Wenn man sich konsequentermaßen um jeden politischen Akt, der der eigenen Rechtsordnung widerspricht, kümmern würde, dann wären die Truppen ja pausenlos unterwegs. Wenn man zweitens andersrum sich überlegt, dass sich die Staaten des Westens, namentlich Amerika, jederzeit ohne groß anzuklopfen, das Recht einzunehmen, überall da einzumarschieren, wo sie meinen, da würde sonst etwas anbrennen, merkt man auch sofort, da gelten ganz unterschiedliche Maßstäbe. Wenn man drittens sich aber die Frage mal stellen würde, einmischen militärisch, nützt das denn was und wem, würde sich auch sofort herausstellen, wird mittlerweile ja ganz offen verhandelt,
die Lage des Irak und der Leute im Irak hat sich durch die beiden Kriege nicht gebessert, eher verschlechtert. Afghanistan, da ist sich bei aller Konkurrenz die westliche Welt völlig einig, dass man da unbedingt präsent sein muss mit Truppen. Dass man unbedingt in Afghanistan ein anderes Regime einführen muss. Entgegen dem ganz offensichtlichen Sachverhalt, dass es von den dortig dominierenden, lebenden, regierenden, agierenden, wenn schon nicht gewollt, so doch auf keinen Fall unterstützt wird. Die wenigen Kollaborateure müssen bezahlt werden und müssen eingesetzt werden und müssen beschützt werden. Trotzdem erschüttert das nicht hier auch das Einverständnis beider Kandidaten, dass beide Engagements im Prinzip berechtigt waren. In Sachen Irak gibt es diese Meinungsverschiedenheit, die sich eigentlich auf einen mittlerweile völlig unaktuellen Punkt bezieht. Obama ist der Auffassung, dass damals der Krieg in den Irak nicht gerechtfertigt war, weil sich im Irak keine Weapons of Mass Destruction auffinden ließen und weil er der Auffassung ist, die sich mittlerweile auch weitgehend geheimdienstmäßig durchgesetzt hat, dass der Saddam Hussein bei allen Schandtaten, die man ihm sonst vorgeworfen hat, nichts mit Al-Qaida und Osama bin Laden zu tun hat. Deswegen kann der Streit jetzt sehr bitter geführt werden, ob die damalige Kriegsentscheidung korrekt war. Jetzt hingegen gibt es nur noch eine ganz kleine Meinungsverschiedenheit. Auf den Gedanken zu sagen, es war ein Fehler, im Irak einzumarschieren, das geht doch Amerika nichts an, wie im Irak die Machtverhältnisse herrschen. Es war auf alle Fälle ein Fehler, wie sich jetzt herausstellt, militärisch einzumarschieren und sich der Illusion hinzugeben, dass wenn ich den angeblichen Übeltäter Saddam Hussein absetze und umbringen lasse, dass dann die Leute in Jubelstürme ausbrechen und sich sofort freiwillig der unmöglichen Aufgabe unterziehen, im Irak ein Regime zu etablieren, das war das amerikanische Kriegsideal, ein Regime zu etablieren, das ein amerikanisch-westliches Marionettenregime auf freiwilliger Basis unter dem jubelnden Beifall der Bevölkerung, ohne jedes Angebot, also ohne die alten Volksbeglückungsprogramme der Baath-Partei, nur noch mit Elend, nur noch spalierbildend für den Abtransport des Erdöls. Wenn man das so sieht, dann gibt man das halt auf. Kommt nicht in Frage, weil beide Kandidaten sich darin einig sind, dass wesentlich mehr auf dem Spiel steht. Für McCain steht nicht weniger auf dem Spiel als die Ehre der Nation. Und das ist so ziemlich jedes Menschenleben und jedes Opfer wert. Da gibt es ein Zitat. Eine Frau stand auf und sie sagte, Zitat 1, und sie sagte, Senator McCain, ich möchte, dass Sie mir die Ehre erweisen und das Armband mit dem Namen meines Sohnes eingraviert tragen. Er war 22 Jahre alt und er wurde im Gefecht außerhalb von Bagdad getötet. Und ich sagte, ich würde dieses Armband in Ehren tragen. Das war im August vor einem Jahr. Und dann sagte sie, aber Senator McCain, versprechen Sie mir eines, Sie werden alles in Ihrer Macht Stehende tun, dass der Sohn meines Todes nicht umsonst war. Denkt mal, einerseits, das Ganze ist jetzt eine Frage der Ehre. Also der Sohn war nicht umsonst, wenn amerikanische Truppen aus dem Irakkrieg einen Sinn rausholen, das heißt, wenn sie siegen. Retreat, also Rückzug, aber nicht in Defeat, sondern in Victory. Das ist aber mehr als eine ehrpusselige Geschichte. Dahinter steckt ein wesentliches Konzept, dem sich auch der Obama nicht verschließen kann. Es ist dafür die Weltmacht von einer fatalen Konsequenz, wenn sich nicht am Ende herausstellt, dass sie zumindest ein Kriegsziel erreicht hat, nämlich dass Widerstand gegen Amerika mit der totalen Vernichtung bestraft wird. Der Patriotismus Amerikas ist doch deswegen auch so ungebrochen bei seiner Bevölkerung, weil Amerika in allen seinen Kriegen, in seiner Geschichte, gab es sehr viele Kriege, keinen einzigen verloren hat. Und selbst die Fälle, wo manche der Auffassung sind, die hätten ihn verloren, es ist nur eine Fehlinterpretation.
die aus dem gigantischen nationalen Anspruch hervorruft. Also es gibt ja viele Menschen, die sind der Auffassung und reiben es immer hämisch hin, Amerika hätte den Vietnamkrieg verloren. Also wenn so eine Niederlage aussieht, die sind zu Hause, ihr Staat ist mächtiger denn je und der Gegner ist buchstäblich in die Steinzeit zurückgebombt, hat sich bis jetzt von den Kriegsfolgen nicht erholt und muss sogar, um zu überleben, nahezu untertänigst beim ehemaligen Zerstörer nachsuchen, dass der mit ihm wieder Wirtschaftsbeziehungen auf. Also das, insofern hat auch das natürlich dieses Kriegsziel, das Amerika in solchen Fällen immer formuliert und das dem McCain auch mal so vorgeschwebt hat, das zu erreichen, ist natürlich eine logische Unmöglichkeit. Ich kann nicht Begeisterung, Zustimmung, Demokratie mit Krieg und Gewalt durchsetzen. Das verlangt doch gerade die freiwillige Unterordnung der Leute unter dem politischen Zweck ihres Staates. Wenn ich dem Staat aber jeden nationalen Zweck verbiete und sage, sein nationales Weißwurm soll in der Unterwürfigkeit gegenüber Amerika bestehen und er soll sich alle nationalen Aufbauprogramme abschminken und als Rohstofflieferant zur Verfügung stehen, dann werde ich das nicht durchsetzen können. Ein begeistertes Kollaborationsregime. Aber eins kann ich durchsetzen, dass der alte Weg ein für alle Mal nicht mehr geht, weil er materiell gar nicht mehr geht, weil das Land zerstört ist. Also auch das zeigt sich jetzt ja hier auch ab im Irak und in Afghanistan. Die Lösung wird sein, das ist die Strategie, die McCain mit vorgeschlagen hat, the search, also der Truppenaufbau, so viele Truppen im Irak zu stationieren und auf Dauer auch in bestimmten Stützpunkten stehen zu lassen, dass die erstens in der Lage sind, das Widerstandspotenzial massivst physisch zu vernichten, und zwar langfristig physisch zu vernichten, dass zweitens ein Staat entsteht, der aufgrund der Zerstörungen und der Kontrolle auf absehbare Zeit am Tropf hängt, der Schutz macht, und drittens durch die Präsenz von Truppen dafür zu sorgen, dass im Falle der Unbotmäßigkeit die Eskalation sofort wieder auf militärischen Eingriff gedreht werden kann. Und in diesem Konzept sind die beiden sich eigentlich furchtbar einig. Der McCain legt nur sehr großen Wert darauf, im Interesse, dass die Botschaft auch sitzt, dass der Abmarsch als ein Siegeszug passiert. Und dafür will er noch mehr investieren und noch mehr Krieg im Irak exportieren. Der McCain, der Obama ist der Auffassung offensichtlich, dass das Geleistete reicht. Man könnte jetzt abziehen, er meint, es hätte da eh nie Al-Qaida gegeben. Und die weitere massive Truppenpräsenz würde eher dafür sorgen, dass die möglichen Feinde Amerikas noch mehr Zulauf kriegen. Übrigens ein sehr schönes Selbsteingeständnis bei dem Obama über die wahren Ursachen des Terrorismus. Also nicht offiziell ist es da immer die absolute Bösartigkeit dieser Figuren, die unsere Werte hassen. Und in diesen Strategien kommt ja zum Ausdruck, wenn wir diesen Krieg weiterführen, treiben wir den Terroristen Leute zu. Das ist eine objektiv Selbstkritik des US-Imperialismus, dass er selbst es doch ist, der den Grund darstellt für die Ohnmacht des Terrorismus, diese ohnmächtige Form der Gegenwehr mit Selbstmordaktionen. In Afghanistan hingegen sind sich beide Beteiligten völlig einig. Und da merkt man auch, wie zum Repertoire des demokratischen Führungsstils Anleihen an faschistischen Methoden und Ideologien absolut unverzichtbar sind, wenn große Begeisterung erzielt werden soll. In so einer Rede, die beide immer sagen, wenn ich Präsident wäre, sagt Obama, ich verspreche euch, wir können das schaffen, wir werden Osama Bin Laden töten. Da hat man auch irgendwann mal in franger, grauer Vorzeit im Unterricht mal gelernt, dass es Justiz gibt, dass es die Unschuldsvermutung gibt, dass ein Gerichtsverfahren stattfinden muss, dass der Staat nicht einfach töten kann, dass er sich vorher dazu ermächtigen, muss. Und hier, als wäre der Wilde Westen nie vorbei, ist es offizielle Politik, wir werden ihn finden und töten. In Afghanistan hat sich die Welt mit Amerika, da merkt man auch die große
weltweit die Basis des Konsenses, auf das dieses Imperium stößt, und damit werden die beiden Kandidaten auch mit großer Bewunderung betrachtet werden und nicht als Gewalttäter verachtet werden, ist man sich voll darüber einig, dass es eine gute Tat ist, in Afghanistan möglichst viel Taliban umzubringen. Da ist eine politische Bewegung, die garantiert nicht ohne Willen einer erklecklichen Anzahl von Afghanen an die Macht gekommen ist, nicht durch äußere Intervention, wie das bestehende Regime, sondern durch einen Aufstand im Lande, ohne äußere Hilfe, mit Ausnahme des CIA, der es ja damals aufgebaut hat gegen die russischen Besatzungstruppen, hat die Macht im Lande ergriffen. Weil der Taliban-Herrschaft gab es zumindest ein Maß an innerer Sicherheit, das es in Afghanistan seitdem schon längst nicht mehr gibt. Lustigerweise ist eines der Hauptgründe, weswegen sie bekämpft werden, unter den Taliban der Opiumanbau und der Export gegen Null gegangen. Aber nein, das Imperium hat erklärt, dieses Regime hat jedes Existenzrecht verwirkt, weil es, das war die offizielle Begründung damals, weil es Osama bin Laden in seinem Territorium, ja nicht, der befand sich halt da. Es ist bestenfalls gehört zum Anekdotenschatz der Weltgeschichte, an den sich auch kein Mensch mehr erinnert, dass die Regierung der Taliban aufgrund der amerikanischen Anschuldigungen angeboten hat, liefert uns Beweise und dann machen wir ein Auslieferungsverfahren. Das ist überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden. Und selbst wenn tatsächlich die Militäraktion der Amerikaner dem Umstand galt, des Osama habhaft zu werden, um ihm den Prozess zu machen, dann hat bereits die Art und Weise des Krieges gezeigt, dass es damit nichts zu tun hatte. Der Krieg ging doch los mit einem 6-wöchigen Bombardement der Städte Afghanistans. Und der Taliban, dieser angeblich steinzeitmäßige, blutrünstige Hinterwäldler, hat damals offensichtlich die Konsequenz gezogen, diesen Krieg kann er nicht gewinnen und er hat Kabul und die großen Städte verlassen. Und die Amerikaner, wie damals in Bagdad, haben den Sieg gefeiert und es ist ihnen gelungen, ihre gesamten Bündnispartner zu integrieren in ein Projekt, das hieß Nation Building. Klar, das hat zu sehr großen Zerwürfnissen im Bündnis geführt, einerseits wegen der Unmöglichkeit der Aufgabe, und wegen der deutlich unterschiedlichen Interessen der Europäer und der Amerikaner. Aber eins ist doch klar, es ist gescheitert. Und es ist nicht gescheitert, weil irgendwelche äußeren Mächte, früher war es immer die Sowjetunion, den Widerstand geschürt hätten. Es ist daran gescheitert, weil die Eroberung von Kabul nicht der Sieg über die Taliban war. Und es stellt sich heraus, dass die Amerikaner und mittlerweile auch ihre westlichen Verbündeten verstärkt, die übernehmen ja dauernd weitere Aufgaben, längst von dieser Geschichte Jagd in Osama abgekommen sind, übrigens auch längst von der Geschichte stürzt die Regierung in Kabul, dass jetzt stattfindet ein Krieg der Interventionsmächte gegen Afghanistan, gegen einen wachsenden, unkontrollierbaren Teil der Bevölkerung, der einfach nicht akzeptiert und nicht bereit ist, hinzunehmen, dass Afghanistan ein Protektorat von Amerika und seinen NATO-Verbündeten wird. Von all den Punkten nimmt man nichts zur Kenntnis, wenn man die Problemlage der amerikanischen Wahlkämpfer akzeptiert. Wie kriegen wir Osama bin Laden und wie schaffen wir es, dass aus Afghanistan ein demokratisches, pro-amerikanisches Land wird? Selbst die Prämisse, wie kriegen wir bin Laden, ist irgendwie auch schon sehr kühn, weil dann akzeptiert man ja auch bereits die Analyse der amerikanischen Öffentlichkeit und der Kandidaten, dass der Terrorismus ungefähr so zu behandeln ist wie ein normaler Mord. Also irgendein Mensch hat aus niedrigen Motiven beschlossen, die amerikanischen Zwillingstürme niederzulegen. Ja, die Interpretation ist, in dem ist das Böse inkarniert. Er hasst unsere Werte. Das sind doch gerade diese Werte, die jetzt Afghanistan bombardieren. Die Gründe, die politischen Gründe für diesen sogenannten Terrorismus, die werden doch jeden Tag präsentiert. Aber unter dem Thema, wie führen wir den Krieg gegen den Terrorismus, ist die Prämisse akzeptiert und damit ist die entscheidende Antwort auf die angebliche Problemstellung schon gegeben. Wie kriegen wir es hin, dass wir unter Einsatz aller Gewalt
jeden Anflug von Gegnerschaft an der amerikanischen Weltordnung nicht als politisch andere Interessenlage bewerten, sondern als Verbrechen und entsprechend behandeln. Und damit eine Lizenz zum Töten von jedem, der sich dem in den Weg stellt. Es ist doch hanebüchen, wenn von den Amerikanern immer verlangt wird, dass sie sich entschuldigen sollen, wenn sie Zivilisten umbringen bei ihren Aktionen. Der ganze Krieg in Afghanistan besteht doch in nichts anderem, als jedes Widerstandsnest zu liquidieren physisch. Die Bundeswehr, die deutsche Bundeswehr ist jetzt ins Gedränge gekommen, weil ihre Soldaten zweimal auf Leute geschossen haben, die sich ihnen genähert haben. Was sollt ihr denn machen? Die erklären zu Recht, wir können nicht unterscheiden, ob das ein Taliban oder ein normaler Mensch ist. Ja, vielleicht gibt es doch einen Unterschied. Vielleicht ist der normale Mensch in Afghanistan halt so gestrickt, dass er lieber Taliban ist wie ein Hilfswilliger der Besatzungsmacht. Vielleicht ist es halt so. Unvorstellbar der Gedanke. Deswegen beide Kandidaten sagen, im Irak haben wir eine kleine Differenz. Wie gestalten wir den Rückzug siegreich? In Afghanistan sind wir übereinstimmend, hier wird draufgehauen. Übrigens dieses Versprechen, wir bleiben in Afghanistan, bis wir Bin Laden erwischt haben, ist eine der gewaltigsten Drohungen, die man sich vorstellen kann. Da müssen sie wahrscheinlich bis zum letzten Afghanen bleiben, bis sie genau herausfinden, der war doch nicht da. Und da haben ja auch beide schon erklärt, dass der Kriegsschauplatz potenziell auch Pakistan ist. Musste sich der Obama doch glatt von diesem alten Schlüssel McCain vorwerfen lassen, er wäre politisch unerfahren, weil er einfach gesagt hat, im Notfall marschieren wir in Pakistan ein. Da sagt er mir, ich als erfahrener Staatsmann, ich sage sowas nicht. Wenn es sein muss, dann mache ich es. That's leadership. Also in diesem Bereich der inneren Sicherheit ist halt nochmal die Besonderheit des amerikanischen Wahlkampfs, diese Weltkontrollfantasien, die haben ja alle Staatsmänner. Wahrscheinlich in gewisser Weise auch Alfred Gusenbauer. Der wird da auch alles sich vorlegen lassen, was auf der Welt passiert und sich überlegen, wie tangiert das Österreich. Und soviel ich weiß, sind auch österreichische Truppen, haben doch schon einige Auswärtsspiele. Aber ich glaube, ihr habt noch wenig Tote vorzuweisen, oder? Oder auch schon welche? Nur der Unterschied ist der, in Amerika, aufgrund der realen Macht, sind das halt keine Gewaltfantasien, sondern das sind konkrete Alternativen von Politik, die beim Volk zur Abstimmung gestellt werden. Und dahinter stecken auch Taten, mit denen die Entschlossenheit, da nichts anbrennen zu lassen, unter Beweis gestellt wird. Das europäische Publikum, abschließend, das macht es sich, ich habe das schon anfangs erwähnt, eigentlich etwas zu leicht, wenn es an dem amerikanischen Wahlkampf im Wesentlichen immer nur bemerken will, dass da alles so Hollywood-mäßig zugeht. In diesem Wahlkampf gibt es ja ein wesentlich größeres Wohlwollen als in Wahlkämpfen vorher, weil sie ja eindeutig den Good Guy und den Bad Guy gibt. Der Good Guy ist der Senator aus Illinois, an dem interessanterweise europäische Menschen einen Führer entdecken, wie sie ihn auch gerne hätten. Was ist die besondere Attraktion dieses Führers? Die meisten Menschen, die zum Beispiel damals, als der Obama in Berlin war, waren über 100.000 auf der Straße und haben ihm zugejubelt und die Mädels haben zum Teil gebrüllt, als wenn es die Beatles wären. Die werden sicherlich nicht genau wissen, für was der Mann steht. Die werden sicherlich nicht die Feinheiten des Programms, das ich hier ein bisschen so angedeutet habe, von dem zur Kenntnis genommen haben. Nein, das ist dieser demokratische Personenkultur, die sind überzeugt, von so einem Führer würde ich mich auch gerne führen lassen. Das ist ein Führer, den kann ich sogar mit Sympathien belegen, da kann ich die Führungsqualität sogar noch an menschlichen Qualitäten bei dem entdecken. Sowas nennt man Glaubwürdigkeit. Dem würde ich das glauben, auch wenn er mir ganz unbequeme Sachen sagt. Dem nehme ich zum Beispiel auch seinen Idealismus ab. Da gibt es keine Befürchtungen, dass der das macht, weil er sich eventuell in der parteiinternen Konkurrenz nochmal durchsetzen möchte. Eine Lichtgestalt. Und sowas braucht eine Demokratie. Also wenn man überhaupt irgendeine Prognose abgeben sollte, dann müsste man sagen, man muss sich vor solchen Lichtgestalten, die mit solchen Idealen aufwarten, in der Politik
gerne besonders in Acht nehmen. Als Jimmy Carter damals die Menschenrechte erfunden hat, war das eine ebenfalls nicht gestaltete Menschenrechtswaffe, war einer der wesentlichen Kriegsgründe, die Amerika vorgetragen hat, um zuzuschlagen. Wenn der Obama mit all den Punkten ernst macht, genauso wie der McCain, dann ist es eine einzige Summe von Gewaltandrohungen, die er mit freundlichem Grinsen und Yes, we can einem Publikum verkauft, das sich für die Person begeistert und deswegen blind der Sache traut, die diese Person durchsetzt. Man merkt an der Stelle auch, was Wahlen im Haushalt des demokratischen Kapitalismus für eine Funktion haben. Eben war die ganze Welt sich noch einig, dass Amerika deswegen so bescheuert ist, weil sie einen so bescheuerten Präsidenten haben. George W. Bush. Bush-Bashing ist ein demokratischer Konsens. Das haben auch die Kandidaten gemerkt. Selbst sein Parteifreund McCain hat gemerkt, er muss sich von seinem Parteifreund und Vorgänger abgrenzen. Er kann das sehr schlecht in der Sache machen. Also er muss einfach betonen, er macht es anders. Und muss sich auf so äußere Phänomene wie diese Sekundärtugenden, Geiz oder mangelnde Effizienz hinausreden. Aber während auch eben die ganze Welt eine schlechte Meinung von Amerika hat und die auf den George Bush konzentriert, ändert sich die Meinung radikal durch den Personalwechsel. Bereits der Auftritt des neuen Personals ändert das Bild der Welt von Amerika und ändert übrigens auch die Einstellung der Leute zu ihrer eigenen Führung. Statt Hoffnungslosigkeit macht sich plötzlich wieder freudige Begeisterung bereit. Mit so einem Führer kann man auch eventuelle Arbeitsplatzverluste oder Steuererhöhungen oder noch Schlimmeres verkraften. Nach dem hoffnungslosen Funktionsträger George Bush wird jetzt angeboten, ein Hoffnungsträger. Und das funktioniert. Mit dem Auswechsel des Personals betreibt die Demokratie die Kontinuität der Herrschaft von Geschäft und Gewalt und schafft es sogar noch, dass sich die Menschen dafür begeistern. Aber das führt jetzt eigentlich unter das Thema die unverzichtbare Funktion der Dummheit im demokratischen Leben. Das war anders Referat. Was mache ich noch einen Zusatz zur Wirtschaftsgeschichte? Man kann sich ja die Frage stellen, die werden sich auch viele stellen, kann denn das klappen? Dieser Vorgang, 700 Milliarden, tendenziell bis zu 1 Billion Dollar, stellt der amerikanische Staat bereit, um die Banken dadurch zu retten, dass er die faulen Schulden in gute verwandelt. Das wirft erstens notwendige Sachfragen auf. Erstens, was heißt das so locker? Der Staat stellt 700 Milliarden Dollar bereit. Er hat sie ja nicht gehabt bis jetzt. Man stellt sich mir vor, irgendjemand würde den Vorschlag machen. Jeden Tag liest man in der Zeitung, wie schlecht es unseren Rentnern geht. Wieso machen wir nicht ein Paket von 100 Millionen Milliarden Dollar und den Rentnern ging es auf die nächsten 20 Jahre prächtig? Ich glaube, mit 100 Milliarden Dollar würden die Rentner in Saus und Braus ihren Abgang machen. Also die Argumente dagegen kann man sich doch, die erste Frage wäre wahrscheinlich die zynischste, aber die wäre typisch demokratisch, warum? Warum soll der Staat das Problem mit der Rentner ist doch gar nicht seine Aufgabe. Rentner sind Rentner, das sind vom ökonomischen Begriff her, sind sie Reservearmee ausgemustert, nicht mehr brauchbar. Sie sollen froh sein, dass sie überhaupt was kriegen. Belastung der Staatskasse. Dass sie mir früher gearbeitet haben und bezahlt haben, geht dabei völlig unter. Aber es wird der Staat sich nie zum Problem machen. Oder diese miserable, ewig dieses Gemoser über die Krise im Gesundheitswesen. Wer soll das bezahlen? Weil du arm bist, musst du früher sterben. Schnimm mal noch ein Paket, 300 Milliarden Dollar. Und dann gibt es Champagner in der dritten Klasse. Wäre doch möglich. Auf den Gedanken kommt niemand. Und wenn irgendein kecker Politiker einer linksreformistischen Partei in Deutschland hat diese Aufgabe der Lafontaine übernommen, mal will ich ganz gemäßigt eine Forderung in dieser Richtung stellen, kann man denn nicht auch einmal Staatsknete für solche Problemfälle bereitstellen, erntet da gerade den Vorwurf des Populismus. Also du willst ja nur das Volk mit Geschenken beglücken
Aber das ist doch absurd, das rechnet sich doch nicht. Andersrum ist diese Geschichte 700 Milliarden für das Finanzding, da sagen die Leute, aha, sauber. Da muss es ganz schön weit fehlen. Übrigens gar nicht so ungewöhnlich. Ihr habt sicher noch nie gehört, wenn ein Staat beschließt, wir entsenden jetzt 6.000 Mann mehr Bundeswehr nach Afghanistan, da sagt kein Mensch, ja, können wir das denn bezahlen? Da verbietet sich auch die, also so zum Hintasten, der Finanzbedarf und die Finanzpotenz des Staates geht nicht so, wie es oft suggeriert wird, wie in einem normalen Haushalt zu. Das Staatsbudget ist kein Haushalt, wo die Leute sagen, so viel wird eingenommen, das können wir jetzt ausgeben. Wir können ein wenig mehr ausgeben, da müssen wir Schulden machen. Vorsicht, die müssen wir zurückbezahlen. Wenn wir uns zu sehr verschulden, kracht alles. Der Staat muss offensichtlich nicht so überlegen. Der Staat erklärt, ich wende 700 Milliarden Dollar auf. Dann nimmt er das Geld, worauf greift er zurück? Er hat erstens seine Zentralbank. Die hat in ihren Kellern große Geldbestände, in ihren Büchern große Geldbestände von Geldern, die die Banken per Gesetz als Mindestreserven haben einlagern müssen. Sie hat große Mengen von Geld durch die Währungsgeschäfte, die sie tätigt, zur Pflege der eigenen Währung. Sie hat Rücklagen aus dem Haushalt, die noch nicht ausgegeben sind, wo sie sich ja später überlegen muss, wo sie die wieder herholt. Und sie kann zweitens, die Staatsgewalt kann zweitens den Schatzmeister anweisen, die Ausgabe von Staatsschuldtiteln, bei uns heißt das Bundesschatzbund, Amerika heißt United States Savings Bonds, einfach zu erhöhen. Und sie kann drittens mit Auslandsschuldnern sich ins Gespräch setzen, ob die gegen einen Erlass Schulden eher zurückzahlen. Und sie kann viertens einen Teil ihrer Staatsschulden ganz massiv, ohne dass es groß bekannt wird, an sogenannte institutionelle Anleger, Banken, ja sogar Regierungen im Ausland verkaufen, und siehe da, die 700 Milliarden kommen zusammen. Mit den 700 Milliarden passiert jetzt Folgendes. Die Banken haben jede Menge von Titeln in ihren Büchern, eigentlich als Forderung, also auf der aktiver Seite, die aber nie realisiert werden könnten und deswegen eigentlich abgeschrieben werden müssten. Jetzt heißt der Gedanke dieses Plans, die sollen offenlegen, welche Schulden das sind, und der Staat kauft ihnen ab, dann sind sie echte Forderungen und sind echte, wieder echter Kredit. Da stößt aber auf zwei Probleme. Erstens wissen die Banken überhaupt nicht, welche Titel, die sie in ihren Forderungen haben, faule Schuldtitel sind. Diejenigen, die sie jetzt halten von anderen Banken, die noch keine Probleme haben, und jetzt kommt die Perfidie, können in dem Augenblick die Banken zum Einstürzen bringen, wenn die eingefordert werden. Also der Test auf, sind die Schulden faul oder nicht faul, wird zum Überlebenstest für jede Menge andere Konkurrenten. Also muss der Staat in seiner Garantie so weit gehen, dass er sagt, er könnte die Rüge offen auflegen und für die Folgen stehe ich auch ein. Deswegen zu Recht auch erklärt worden ist, die ursprünglich beschlossenen 700 Milliarden Dollar sind ein Ansatz, sie können auch ausgeweitet werden bis über eine Milliarde, über eine Billion. Da muss ich mal aufpassen bei den Zahlen, bei den amerikanischen ist 1 Billion, ist 1 Milliarde. Sie wirken die Zahlen noch höher, als sie in Wirklichkeit sind. Aber 1 Billion Dollar ist ja was. Ne? Insofern ist die Staatsgarantie mit diesen Schulden ist wesentlich, wesentlich dramatischer, umfassender, als sie auf den ersten Blick so aussieht. Weil es nämlich nicht nur die realen faulen Schulden sind, sondern die potenziellen faulen Schulden sind und die faulen Schulden, die dadurch erst zu faulen Schulden werden, dass sie bedient werden müssen. Das macht die ganze Unberechenbarkeit der Sache aus. Und deswegen das Absolute der Staatsgarantie. Funktioniert das? Das funktioniert erst einmal kann man sagen ja, weil der Staat das Geld bereitstellen kann. Es hat aber einen ganz gewaltigen Haken, in dem der Staat sich hinter diese Schulden seiner Banken stellt mit allem, was er hat. Mit der Garantie, dass seine Gewalt dafür gerade steht. Und seine Gewalt an der Stelle hat den konkreten Ausdruck seiner Geldhoheit. Dann setzt er damit auch sein Geld dem Prüfmaßstab auf, ob denn diese Form des Kredits, ob die was taugt. Also für den US-Dollar wird das zu einer ganz entscheidenden Bewährungsprobe. In der ersten Etappe hat er sie mit Glanz und Gloria bestanden.
Der Dollar hat Boden gut gemacht gegen fast alle anderen Währungen der Welt. Aber der nagende Zweifel doch nicht deswegen, weil er Stärke bewiesen hätte in einer Situation, wo der ganze Kredit zusammenkracht, sondern deswegen, weil gerade wegen des Zusammenkrachen des Kredits, da empfehlen Sie nochmal nachzulesen, die Stelle im ersten Band 156 folgende, die Flucht aus dem Geld als Kredit in das Geld als Zahlungsmittel, der Hunger, der absolute Heißhunger, wie Marx sagt, das Delirium nach dem echten Geld so groß war, dass alle diese Leute mit den faulen Schulden unbedingt Dollars brauchten. Also haben sie massenhaft Aktien verkauft, hat die Konsequenz des Börseneinsturzes gehabt. Und dadurch ist die Belastung des Dollars durch die unglaubliche Vermehrung seines Umlaufs mittels Staatsgarantie, gab es eine entgegenwirkende Ursache. Aber die Sache geht ja weiter. Also die Weltmacht hat, indem sie diese totale Staatsgarantie gegeben hat, jetzt damit ihr oberstes Pfand, nämlich ihr Geld, in die Waagschale geworfen. Und daran wird sich erweisen, ob das Manöver glückt oder ob es nicht glückt. Aber da Vorsicht an der Stelle, ne? Wenn nämlich tatsächlich dies auf dem Spiel steht und wenn der Geldausdruck der amerikanischen Macht in Gefahr gerät, dann muss der Staat natürlich sich weitere Maßnahmen überlegen. Zum Beispiel eine Entwertung seiner eigenen Währung. Einfach einen Schnitt zu machen. Wäre eine dramatische Form der Entschuldung. Wäre aber zumindest eine Handelskriegserklärung an den gesamten Rest der Welt. Eine staatlich vorgenommene Streichung von einer Null beim Dollar zum Beispiel würde bedeuten, dass die berühmten 500 Milliarden Dollar, die China hält, werden um die Hälfte entwertet. Die Summe, die Japan hält, ist unbekannt, weil aus guten Gründen nicht veröffentlicht. Das sagt weder Japan noch sonst jemand, aber es muss eine gigantische Summe sein. Japan wäre mit ziemlicher Sicherheit ruiniert. Also wenn Amerika den Übergang machen würde, ist eine Währung kaputt geht, sie darauf zu sanieren, dass sie devaluiert und damit die Schuld reduziert. Das sind die Geschichten, wo die alten Leute daran denken, wir hatten schon mal eine Währungsreform. Was aber auch diskutiert wird, ob dies der letzte, der GAU wäre. Nur der GAU in diesem Fall wäre nicht so wie in Deutschland damals, dass ein den Krieg verloren habendes, ohnmächtiges Land sein Reichtum streicht und die Massen dann hungern. In Amerika wäre also was anderes. Es wäre ein Staat, der sich am Reichtum der ganzen Welt seit 50 Jahren bedient hat und der plötzlich da sagt, das gebe ich nichts an. Das würde mit Garantie beim Handelskrieg nicht bleiben. Der letzte Aspekt, den ich noch bei dem Gelingen noch zum Besten gebe, der Einsatz der totalen amerikanischen Staatsgewalt zur Rettung des US-Kredits mit dem Trumpf der Währung ist erstmal eine Rechnung, die Amerika nur exklusiv für sich selbst anstellt. Der ganze Zweck dient der Rettung des amerikanischen Kredits. Weswegen auch die europäischen Staaten anfangs und bis zu jetzt ja auch abgelehnt haben, sich daran zu beteiligen, an einem Paket, das im Wesentlichen den amerikanischen Kredit rettet. Weil sie auch schon wahrscheinlich gemerkt haben, dass sie noch selbst genug brauchen werden, um ihre eigene Krise zu bewältigen. Aber was jetzt noch so nebenbei in den Zeitungen kommt, die Auswirkungen auf die Staaten, die nicht die Global Players sind, also die nicht in Abhängigkeit sich befinden von den USA. Die kommen erst jetzt langsam zum Tragen. Also dass Amerika mit dieser Entschuldungsstrategie, die das ganze Kapital, soweit es noch vertrauenswürdig ist, es dazu zwingt, sich in harte Valuta aufzulösen, Kredite wieder vertrauenswürdig zu machen, führt natürlich dazu, dass der gesamte Kapitalmarkt, der Finanzmarkt sich auf die USA konzentriert und dass die ganzen fest eingeplanten Zuströme freigesetzten Kredits in sogenannten Schwellenländern wie Brasilien, Argentinien und Mexiko da jetzt ausbleiben und da so nach und nach zu mittlerweile sich eskalierenden Zusammenbrüchen führen, was zwei Konsequenzen hat. Kredite in diesen Ländern können nicht mehr bedient werden, weil die pleite sind, verschärft die amerikanische Kreditkrise. Der Weg durch Produktion, durch reale Ökonomie,
das Fundament des Kreditüberbaus zu erweitern, wird entschieden torpediert durch den Zusammenbruch des Kapitalexports und des Warenexports in diese ruinierten Länder. Und die letzte Abteilung, und das ist noch überhaupt nicht, hat sich ja schon einiges angedeutet, das ist der Fall Russland. In dem, wo sich übrigens auch beide Kandidaten einig sind, in dem Umgang mit Russland. Wir kennen ja doch gesagt, wenn ich Putin in die Augen sehe, sehe ich ein großes K, ein großes G und ein großes B. Das war seine Analyse von Russland, der KGB. Wo bis jetzt immer folgende eigenartige Dialektik bestand. Russland hat sich geweigert, sie von Amerika behandeln zu lassen wie ein drittklassiges Land der dritten Welt. Also seine nationalen Interessen an dem amerikanischen strategischen Interesse nach Weltkontrolle messen zu lassen. Hat deswegen auf den amerikanischen Versuch der Einkreisung, also des Umrundens von Russland mit lauter NATO-Staaten, am Beispiel Georgiens, wo es ja noch diesen Anlass gab, der georgischen Militäraktion gegen die prorussischen abtrünnigen Provinzen, einen Krieg geführt, und zwar mit Einsatz eines doch sehr beträchtlichen Militärapparats, was ja auch durchaus Demonstrationszwecke hatte. So nicht. Hat sich dadurch natürlich erst einmal entschieden, dass die andere Seite der russischen Politik, die völlige Öffnung gegenüber dem kapitalistischen Weltmarkt, das totale Kommerzium mit Europa und den Amerikanern, Höhepunkt war ja der damals sehr intensiv betriebene Wunsch, in den IWF aufgenommen zu werden, dass dies erst einmal einen schweren Rückschlag erlitt, weil durch die allgemeine Spannung der militärischen Beziehungen klar war, dass es auch einige Konsequenzen hat auf die Handelsbeziehungen. Amerika hat sofort auch Druck ausgeübt auf Europa, bestimmte Produkte an Georgien nicht zu liefern, an Russland nicht zu liefern, und die Pläne, das russische Erdgas zu isolieren durch Pipelines unmittelbar in den Kaukasus, wurden forciert. Konnte sich Russland aber leisten, aufgrund der damaligen sensationellen Erdölbilanz. Heute liest man in den Zeitungen von den sogenannten Experten, bei einem Erdölpreis $70 kriegt Russland ernsthafte Probleme. Klar, das ist also gut, außer Rüstungsexport, so gut wie der einzige Erlös, von dem dieser Staat lebt. Rüstungsexport hat jetzt sofort eine ganz andere Schlagzeile seit Georgien bekommen. Ne? Wird jetzt immer sofort wieder ganz anders als früher, noch vor 2-3 Jahren, unter dem strategischen Gesichtspunkt beurteilt, dürfen die das. Das Geld, dass das Geld absackt, hat erst einmal zu vernachlässigen die Auswirkungen auf die russische Bevölkerung. Die wird das natürlich ab sofort zu spüren. Man wisst ja auch schon, dass es nur wenig zu kaufen gibt. Und dass ernste Versorgungsengpässe bereits bestehen. Und dass der Staat natürlich da spart, was am wenigsten wehtut ihm, bei der Versorgung. Er wird sicher erst am Schluss sparen beim Militär und bei den Projekten der unmittelbaren Staatsmacht. Nur, wenn sich die russischen Erdöleinnahmen um 50% reduzieren, dann reduzieren sich auch 50% der fest eingeplanten Geschäfte, die mit diesen Erdölausnahmen finanziert worden sind. Das ist doch das Blöde an der amerikanischen Milchmädchenrechnung. Wir machen uns von dem unabhängig. Aber von dem Geld, das wir ihnen bezahlen, jetzt sage ich auch schon wir, das unser Kapital ihnen bezahlt, ist doch mittlerweile in einer sich abzeichnenden Überakkumulationskrise des Kapitals die große entgegenwirkende Ursache. Also der auswärtige Handel ist doch damit extrem torpediert, wirkt wieder zurück auf die Finanzkrise hier. Ebenfalls übrigens eine sehr gewaltträchtige Ausgangssituation. Sie haben noch vorhin kurz angesprochen, die nicht abhängigen Staaten. Gibt es eigentlich fast kaum mehr. Also nicht abhängig, Russland und China zum Beispiel sind Global Players, bedeutende Staaten, die sich erst einmal gegen eine Abhängigkeit von Amerika und dem kapitalistischen, also dem westlich dominierten Weltmarkt der Europäischen Union und Japan erst einmal erfolgreich zur Wehr gesetzt haben. China durch seine eigenartige Form von Staatskapitalismus, also die Kontrolle der Kapitalinvestitionen in China selbst und durch die Weigerung, sich in die inneren Angelegenheiten sich reinreden zu lassen.
geht seinen eigenen Weg. Und durchaus vom Sinne einer des Staates, nicht für die Leute, aber für den Staat selbst, durchaus erfolgreich. Ne? Hat großen nationalen Reichtum in Form von Devisenschatz angehäuft. Er ist relativ schuldenfrei, verfügt selbst, hält selbst großartige Kredittitel und hat an seinen zentralen außenpolitischen Ambitionen, zum Beispiel der Wiedervereinigung mit Taiwan, festgehalten und betreibt es, ohne sich von Amerika das verbieten zu lassen. Hat jetzt sogar einen eigenen Astronauten im All rumkreisen lassen, statt sich einen Raum zu kaufen bei Amerika. Ähnliches gilt für Russland. Lässt sich von Amerika nicht seine, von seinem Standpunkt aus, legitimen nationalen Interessen verbieten. Also will sich nicht eine Glazis von Feinstaaten um seine Grenzen herum zulegen lassen. Weil das sind unabhängige Staaten, die sich das auch bis jetzt aufgrund der bestehenden Kräfteverhältnisse leisten und herausnehmen können. Die anderen unabhängigen Staaten, also wie zum Beispiel so Restposten der Weltgeschichte wie Kuba und Nordkorea, das kann man ja vernachlässigen, weil die sind ja deswegen noch existent, weil Amerika es nicht für opportun erachtet, sie zu beseitigen. Also wie gesagt, ich wollte nur noch bringen, weil diese Frage, geht das, enthält lauter Übergänge zur Gewalt. Und das wird oft übersehen dabei. Es geht nicht darum, ob das denen gelingt, dass sie ihren Kredit raushauen und dass Wall Street demnächst wieder bei 12.000 ist. Auch wenn das formell so läuft, ist es erst einmal ein harter Test auf die Währung, auf das Geld selbst, also auf den Kredit des Staates und den zu bestehen. Das geht auch nicht, ohne die Gewalt auch herzuzeigen.